up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. So, Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Alle schon mal die Daumen nach oben schmeißen und dann grinden wir gleich rein. Demnächst in diesem Kino. Bis gleich. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I feel. Fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Und damit, liebe Leute, sowas von pünktlich auf die Sekunde 20.15 Uhr einen schönen guten Abend alle miteinander. Grüße in die Runde an Daniel Erwin, an die Prim Sue, die am Start ist, an Casey Meyer, an Mattes 861, an den Schweriner Jungen 1909, an Danny 2102, an Dominic Six, an Angelika Dimter, sorry, an The Real Jufus, Marcel Nabend und danke für deine Mod-Tätigkeit, genauso wie Leon09, der auch am Start ist und Sue und die ganzen anderen Mods. Danke, dass ihr mit am Start seid, auch gleich im Discord. Alex Kleinhans, moin, EABVB, so nämlich, Zorro 2095, moin, Patrick Z, moin, Natsu, hey, und auch von Christian ein Hey in die Runde. Ja, 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 sehr schön. Und der Real Ufos hat auf Twitch gerade schon mal den Discord-Link geteilt. Ausrufezeichen Discord in den Chat. Dann bekommt ihr den Discord-Link und dann können wir gleich ein bisschen talken über das, was da gestern passiert ist. Und dann machen wir nochmal so ein bisschen auch schon mal den Ausblick auf Sonntag. Ja, ohne PK. Ja, die meisten von euch werden sich freuen, dass wir keine PK gucken, weil die gibt's noch gar nicht. Weil wir eben Sonntag spielen und deswegen ist die PK jetzt nicht am Donnerstag gewesen, sondern ich glaube, die ist wahrscheinlich morgen. Und morgen streame ich nicht, weil morgen bin ich in Kölle, die Freunde vom FC supporten im Stadion gegen Leipzig. Tatsächlich. Einfach mal Bock auf Köln, auf Stadion, auf Bundesliga-Fußball und ein bisschen unseren Gegner spionieren. Ich bin ja wirklich ehrlich, ich möchte mir die Mannschaft, mit der wir da am meisten konkurrieren in der Bundesliga um den Champions-League-Platz, die will ich mir reinziehen. Ja, und ja, die PK von gestern, die können wir auf jeden Fall mal reinmachen. Nur der BVB, aber nur der BVB. Bedankt euch im Übrigen bei Lukas, wenn wir dann jetzt gleich doch PK gucken. Ne? Bedankt euch gerne bei nur der BVB, aber nur der BVB, wenn ihr gleich doch noch ein bisschen PK-Feeling bekommt. Ja, und Angelika sagt schon, gegen Frankfurt reichen 30 Minuten Fußball mit einem Lachsmiley. Das werden wir mal sehen. Also, bevor wir dann gleich in den Discord gehen, liebe Leute, ja, kann ich so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen noch plaudern, erzähle ich euch mal so meine Wahrnehmung der Dinge und dann können wir auch darüber diskutieren. Ich war ja nun mal im Stadion und ich sag euch direkt vorweg, es war schön, keinen Content zu produzieren,
Wirklich, das war total angenehm. Nicht, dass ich es nicht liebe, was ich hier mache, aber ich war einfach mal wieder mit Matthias und Steffen, mit Kumpels im Stadion, im Block. Ich habe supportet, ich habe ja keine Stimme mehr gehabt hinterher. Ich habe einfach genossen, ich habe Fußball geguckt. Hammer. Ja, also das war richtig, richtig schön. Ja, zumindest mal, sagen wir mal die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit, das ist mal so, ich glaube, die Zusammenfassung. Wir sind ja reingestartet, das habe ich ja auch im Fazit gesagt, wie die Feuerwehr. Und ich glaube, den Start hat kaum einer erwartet. Also auch die Leute im Block um uns herum waren völlig verdutzt und haben gesagt, Digga, was ist das hier? Ist das wirklich Borussia Dortmund? Was passiert hier? Und das war überragender Fußball. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war super. Und vor allen Dingen, dieser Fußball hat sofort auch im Block und auch nicht nur im Block, sondern auch in den Blöcken auf der ganzen Südtribüne, aber auch auf den Sitzplatztribünen, das hat einfach sofort dafür gesorgt, dass richtig Feuer drin war. Das war richtig geil. So, das war wirklich, das hat Spaß gemacht. Auf einmal kamen Pässe an, da war eine Passschärfe drin, da war eine Passgenauigkeit drin, da war eine Raumbesetzung drin, da war eine Laufbereitschaft mit dabei. Das war einfach richtig nice. Und das war ungefähr genauso nice wie die Mitgliedschaft, die von Blütenderber Harry gerade auf YouTube rausgehauen wurde. Danke dafür. Ja, genau. Und Christian sagt auch gerade so, die Anfangsphase hat mich an die gute alte Borussia erinnert. Und ich habe auch gemerkt, Sisu, moin, ich habe gemerkt, wie mich das abgeholt hat, wie mich das emotionalisiert hat, wie mich das richtig hat ausrasten lassen auf der Tribüne. Das war richtig so Borussia. Ja, Dortmund, schwarz und gelb ist mein Verein. Das war richtig nice. So. Und ja, man hat auch mal wieder gezeigt, wie laut unser Westfalenstadion, wie laut der Tempel einfach sein kann, wenn die Leute elektrisiert sind, euphorisiert sind, wenn sie Bock haben, wenn sie was geboten bekommen. Auch diesen Unterschiedsspieler Sancho, der sich immer mehr mittlerweile zutraut. Wenn die einfach was gezeigt bekommen. Mal eine Aktion zum Zungeschnalzen, mal ein Dribblingversuch, mal ein gewonnenes Dribbling. Wir sind ja mittlerweile schon sehr genügsam geworden. Direktes Kombinationsspiel. Jemanden anspielen, klatschen lassen, in den Lauf vom anderen. Zack, 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 zwei, drei, vier Kontakte. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Ja, es ist auch das Vorspiel Undertaker. Es ist das Nachspiel nach PSV Eindhoven ist vor Eintracht Frankfurt. Wir machen heute beides. Wir machen das Nachspiel, gehen jetzt gleich deswegen in den Discord. Deswegen reden wir jetzt gerade auch über PSV Eindhoven. Und danach kümmern wir uns dann noch ein bisschen um Eintracht Frankfurt. So. Ja, ne? Also diese Anfangsphase hat richtig Bock gemacht. Und was wir, glaube ich, jetzt gleich diskutieren können, und das ist schon mal so das Thema, und das gebe ich jetzt mal so ein bisschen vor als Diskussionsgrundlage Nummer 1 für den Discord, damit die Leute da vielleicht schon mal Bescheid wissen. Ich würde gerne mit euch mal versuchen zu erörtern, warum diese krasse Diskrepanz drin ist. Angie, schön, dass du am Start bist. Hallöchen. Und Paolo, hi, was geht? Ja, bisschen über Borussia quatschen geht. Schön, dass du am Start bist. Erst einmal gechattet, sehe ich gerade auf Twitch. Kuss auf die Nuss. Und die Primsu, die hat auch gerade nochmal eine Mitgliedschaft für die Pölers verschenkt. Auch dafür. Lieben Dank. Ja, und Daniel schreibt gerade schon mal in den Chat, die waren einfach platt nach 30 Minuten. All das sind so die Sachen, über die wir jetzt gleich diskutieren. Oh, und Freiburg wird abgeschossen. Ah. Freiburg ist 0-4 hinten. Die spielen gegen in der Euroleague, ne? Ich mach hier mal kurz, warte mal, ich geh mal kurz in die Handyszene. Jetzt gleich, warte mal, dann gucken wir mal zusammen. Wir gucken jetzt gleich mal zusammen. Wir gucken gleich mal, ach, gegen West Ham. Ja, und das ist nämlich zum Beispiel auch sowas, ne? Lasst uns mal, oh ja, Digga, das ist mies. Also, wir gehen mal in die Handyszene. Und da haben wir die Ergebnisse ja alle aus der Euroleague. Also wirklich 4-0 für West Ham gegen Freiburg. Da gehe ich jetzt gleich mal näher rein.
Ja, AC Milan zeigt schon, dass sie tendenziell eher eine Champions-League-Mannschaft sind, ne? Führen einfach auch sehr souverän auswärts 3-0 bei Slavia Prag. Villarreal, die spanischen Mannschaften sowieso, machen da kurz einen Prozess. Die Rangers liegen zu Hause zurück gegen Benfica. Das ist nochmal ganz spannend. Leverkusen spielt gleich, stimmt. Genauso wie Liverpool auch gleich noch spielt. Brighton spielt gleich noch und Atalanta Bergamo. Also auch noch interessante, coole Partien. Auch Brighton gegen Roma könnte ein ganz geiles Ding sein. Ja, und Leverkusen gegen Karabakh, nachdem sie sich dann im Hinspiel nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ne? Sagen wir mal, sollte das zu Hause eigentlich doch laufen. Aber hier dieses Ding, das ist schon wirklich, wirklich bitter. Und jetzt sieht man auch gerade, der Mohamed Kudus hat jetzt gerade eben noch das Vierte gemacht. Vorher Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund war ja auch interessiert dran und auch Lucas Paqueta hat getroffen und Bowen und Cresswell. Tja, ich denke mal mit Hin- und Rückspiel zusammengenommen einen 4-1, das machen die Freiburger dann jetzt leider auch nicht mehr, ne? Und zu liebe Grüße und nochmal danke für die 5 Mitgliedschaften. Das ist für diese direkte internationale Wertung im Übrigen dieses Ergebnis auch gar nicht so geil, ne? Um ehrlich zu sein. Weil damit ist eine deutsche Mannschaft raus international und eine englische weiter. Und die Engländer sitzen uns ja im Nacken, ne? Das heißt, wenn die Engländer uns noch abfangen sollten von den Punkten her, dann kriegt die Premier League einen Startplatz mehr für die Champions League und die Bundesliga nicht. Noch ist die Bundesliga auf Platz 2 und noch würde bei uns Platz 5 für die Champions League-Teilnahme reichen. Ja, noch. Und Daniel sagt, naja, nächste Runde fliegt West Ham eh raus. We will see. Aber ich meine, du hast halt hier noch Liverpool dabei, du hast Brighton noch dabei, was noch spannend wird aus deutscher Sicht. Ne? Du hast jetzt West Ham die Runde weiter. Ja. Also drauf verlassen darfst du dich auf jeden Fall nicht, dass da der Champions League Platz 5 reicht zur Teilnahme. Ja, Leverkusen wird wichtig sein, auf jeden Fall, genau, aus deutscher Sicht dann gegen Karabakh, Akdam, aber nochmal, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, zu Hause sollte das eigentlich funktionieren. So, wenn wir jetzt mal auf die Aufstellung gucken, nein, hier, dann spielt Leverkusen mit Matej Kova im Tor, ja, mit Frimpong, Kusunu, Tapsoba und Hinkebein. Für mich ist das immer das Hinkebein. Dann mit Andrich und Granit Xhaka. Dann mit Hofmann, Wirtz, Adli und Boyer. Boah, ist auch nicht das beste Foto von dem Mann, ne? Im Übrigen. Heieiei. Also schon auch eine starke Elf, die Leverkusen da ins Rennen schickt. Ja, aber das sollten sie gegen Karabakh Akdam aus Aserbaidschan ja eigentlich machen, nicht wahr? Das sollte gehen. Ja, zu Sancho, da kann ich mal gucken. Warte mal, wenn ich jetzt hier mal die Bass09-App mal öffne oder auch OneFootball oder irgendwie sowas. Ja, hier The Final Eight, da sieht man es auch nochmal. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wen wir uns denn davon so wünschen. Also es sind, wenn man den Logos hier gerade schon mal so sieht, Man City, Real Madrid, Atletico Madrid, PSG, Barca, Bayern, Arsenal und Borussia Dortmund. Können wir gleich drüber sprechen. Ja, und Hamann mit Kritik an BVB-Star muss jetzt erwachsen werden. Adeyemi ist schon eingeblendet. Ich weiß nicht, was er sonst so gesagt hat und ich weiß nicht genau, um was es geht, aber mit dem jetzt muss er erwachsen werden. Didi, ich bin da ganz bei dir. Ja, Kill gibt Update. Hier, also, dann gehen wir doch mal rein in das Ding. Oh, Werbung bei Sport1. Eine Verletzung von Jadon Sancho trübt den Einzug von Borussia Dortmund ins Viertelfinale der Champions League. Der Angreifer, der den BVB beim 2-0-Sieg gegen PSV Eindhoven im Achtelfinal-Rückspiel in der dritten Minute in Führung gebracht hatte, musste etwa 20 Minuten vor Abpfiff runter. Für den Engländer wurde Reus eben gebracht, der das 2-0 gemacht hat. Wissen wir, Sancho hatte sich hinten an den Oberschenkel gegriffen. Möglicherweise eine Muskelverletzung. Natürlich hat er möglicherweise eine Muskelverletzung. Weil als Spieler von Borussia Dortmund hast du im Vertrag stehen, dass du gefälligst eine Muskelverletzung zu haben hast. Sonst bist du kein richtiger Borusse. So, Kelebar Sancho, Muskel hat zugemacht. Jetzt müssen wir mal schauen. Im Übrigen, das war für mich dann auch der Wechselfehler. Ich finde, tatsächlich hast du gemerkt, dass Sancho total platt ist. Und auch Brandt hätte für mich noch mal ein bisschen eher runtergekonnt. Der war auch stehend K.O. und platt.
Ja, und deswegen hättest du meiner Meinung nach nicht Donny Malen auswechseln sollen, als du Donny Malen ausgewechselt hast. Das ist jetzt einfach mein Call, mein Fingerspitzengefühl, sondern Sancho in dem Moment hättest du dir den Muskel, der zumacht, erspart. Im Übrigen, ne? Das nochmal so zu diesem muskulären Ding. Ja, Malen war auch platt, das ist ja schön, die waren alle platt, aber gerade wer kam aus einer Muskelverletzung vor ein paar Tagen, sprich ein, zwei Wochen? Richtig, das war Jaden, der das ja vor ein paar Tagen erst hatte. Und hat man sich vielleicht so ein Stück weit auch selber zuzuschreiben, ne? Dass man da nicht wechseltechnisch reagiert hat. Ja, Süle war ganz fertig, der tat mir auch hinterher komplett leid. Das lag aber tatsächlich vielmehr daran, dass ja auch komplett PSV Eindhoven über die linke Offensivseite gegangen ist. Und die haben sich Süle ja übelst auserkoren. Der wusste ja hinterher nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Armer Mann. Also, und Kehl hat sich eben aber zu Sancho geäußert. Jetzt müssen wir mal schauen, was das nach der Auswechslung wird. Der Muskel hat zugemacht, erklärte er. Ich hoffe, dass es wird, also dass es nichts Ernstes sein wird. Ich hoffe nicht, dass er ausfallen wird. Ja, das hoffen wir auch nicht. Im Sommer endet die Leihe des Nationalspielers. Die Chancen auf eine feste Verpflichtung sind aus finanziellen Gründen eher gering. Ja, ja, das werden wir dann sehen. Ist nochmal ein anderes Thema. Ja, gut. Ne? Ich hoffe auch nicht, dass er ausfallen wird. Ne? Das hoffe ich jetzt auch mal nicht. Das hoffe ich jetzt auch mal nicht. Ja, aus finanzieller Sicht glaube ich schon, Daniel Erwin. Also einfach nur die Verpflichtung von Jaden, ohne ihn transfertechnisch entweder zu verrechnen oder sonst irgendwie einfach so zu verpflichten, das sehe ich als gering an. Ich glaube, entweder weitest du die Leihe aus, ne, diese beiden Szenarien, die es da gibt, oder du verrechnest irgendeinen Spieler und hast so einen geringeren Preis, den du dann vielleicht auch stemmen kannst. Ja, das werden wir aber sehen, aber das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Wie gesagt, der Jaden, der kommt ja jetzt so langsam und das hat mich sehr gefreut, dass er sich auch wieder mehr zutraut. Dass er ein bisschen leichter wieder wird, dass er wieder Spaß hat. Und ich glaube nochmal, ein Jaden Sancho ist ein Spaßfußballer, Leute. Wenn der wieder Spaß am Spiel hat, wenn der sich wieder wohlfühlt. Der hat ja auch viel Applaus bekommen nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung von der Süd, aber auch von der Osttribüne, wo er dann quasi entlang gegangen ist außenrum. Und er hat auch schön fleißig die ganze Zeit zurück applaudiert und so. Der fühlt sich pudelwohl in Dortmund und das merkt man so langsam wieder. Und der hilft uns, wenn er nicht gerade muskuläre Probleme hat, nicht wahr? Schönes Tor in der dritten Minute, ansatzlos, schöne Schusstechnik. Der war ja nicht mal fest, aber der war einfach super platziert. Da machst du gar nichts als Torwart. Ja, und im Kader müssen wir halt dann mal gucken, was da generell noch so passiert, weil Mitchie 32 sagt auch gerade zum Beispiel, meinst du, Tom Rother aus Kiel kommt zurück? Kommt drauf an, was man ihm für eine Perspektive bieten kann. Ne? Wenn wir eine Dreierkette spielen sollten, kommt dann auch auf den Trainer an, der im Sommer da ist. Kommt drauf an, was der neue Trainer oder der alte Trainer, whatever, ne, was der vorhat, wie wir spielen lassen wollen, weil in einer Viererkette, weiß ich nicht, ob er da dann so gesetzt sein wird. Benzemaini liebäugelt ja irgendwie mit dem Ausland, ja dann go, dann hast du da vielleicht wieder den Kaderplatz frei, vielleicht holst du da wen anders, weil du ihm das nicht zutraust, das sind alles noch so ein bisschen Eventualitäten, würde ich sagen, und ich könnte mir auch vorstellen, Tom Rothe will angeblich nicht zurück, ja, kommt drauf an, was dem geboten werden kann, ne? Der will sich entwickeln, der braucht Spielzeit, er sieht, dass diese Leihe für ihn persönlich nach Kiel unfassbar gut und wichtig ist. Und seien wir ehrlich, der entwickelt sich prächtig und ich kann verstehen, dass der BVB jetzt nicht der BVB für ihn ist, damit er da auf der Bank versauert, sondern er muss halt spielen. Und dann würde ich an seiner Stelle auch nicht unbedingt zurückgehen, ne? Ja, Jonathan, schade, dass ich dich gestern im Stadion nicht gesehen habe. Das tut mir leid. Also mich haben aber gestern wenige gesehen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Gestern einfach wirklich mal einen normalen, nicen Abend gehabt. Und Don Pablo, ob er den weitermacht 24/25, das sehe ich noch nicht als gesetzt an. Das ist vielleicht irgendwie ein denkbares Szenario. Aber da fließt noch so viel Wasser den Rhein runter und die Wupper runter. Ja, ich komme hier aus Wuppertal. Ich glaube, da passiert noch ein bisschen was. Ja, ob ich dich nicht im TV auf der Süd sehe? Nee, das glaube ich, da war ich zu sehr homogene Masse, als dass man mich da irgendwie, da hätten sie schon wirklich gezielt auf mich ranzoomen müssen, damit man mich gesehen hätte. Kannst du dir vorstellen, dass Marzen gehalten werden kann? Whoppy Whoppers. Ich hoffe es. Nochmal,
habe ich auch in einem Jadon Sancho-Video schon gesagt, deswegen wiederhole ich das aber gerne nochmal. Marzen wohnt ja auch nicht wie Sancho im Hotel, sondern hat eine Wohnung, das ist ja schon mal vielleicht ein Fingerzeig. Ich glaube auch, Marzen fühlt sich sehr wohl, fühlt sich sehr angekommen und willkommen. Und zum Beispiel bei Marzen auch war es so, dass hinten raus ein paar Fehler gemacht worden sind von ihm. Ja, also auch Abspielfehler, auch fahrlässige Abspielfehler, auch in Räumen und Zonen, die echt hätten gefährlich werden können. Ja, also da war er 2, 3, 4 Mal auch echt wackelig. Kann man auch sagen. Das ist jetzt einfach mal angebrachte Kritik, weil das ist ja passiert. Aber der hat immer alles getan, um irgendwie das Ding zu verhindern, zurückzuarbeiten, sich den Ball wiederzuholen, nach vorne zu sprinten, Druck auf den Gegner zu machen. Also der hat immer alles getan. Und deswegen hat der 2, 3, 4, 5 Böcke drin gehabt oder Unachtsamkeiten drin gehabt, okay. Aber ey, kann ich voll mit mich identifizieren, passiert. Aber der hat halt alles gegeben und das ist wirklich nice. Das ist wirklich nice. So, das ist das, was ich sehen will. Mach einen Fehler, aber versuch ihn wieder auszubügeln. Klar, du hast auch noch Unterstützung von der Mannschaft, aber du selber, wenn du ihn verursacht und verbockt hast, du selber versuch ihn wieder auszubügeln. So, und wir können uns natürlich dann auch nochmal bei Kobel bedanken, 2, 3 Mal, dass er da in einer kurzen Ecke da war, runtergegangen ist, zur Ecke geklärt hat und so. Und da lasst uns jetzt, wie gesagt, gleich mal reingrinden in den Discord und drüber sprechen, warum wir diese 2 Halbzeiten wieder mal so gesehen haben und diese 2 Gesichter wieder mal so gesehen haben und wie ihr das ganze Spiel eingeschätzt habt. Ja. Ne, weil Night of Tonight sagt, ich werde nicht schlau aus dem BVB aktuell und genau darüber sollten wir sprechen. Also gehen wir jetzt gleich einfach mal direkt rein. Ich bereite den Bums hier mal vor und dann let's go. Ab rein in den Discord. Ich wechsle die Szene. Ab in den Fan-Talk. Und damit wäre ich bereit, wenn der Discord es ist. Schickt mir gern die Leutchen gleich hoch. Also ein paar sind ja schon mal da. Und dann lasst uns schnacken und kommt auch gerne, wie gesagt, mit dazu. Ah, ich höre den Discord noch nicht, weil der Ton auch einfach aus ist. Sekunde. Abend. 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 Hallo. Guten Abend. Guten Abend. So, jetzt höre ich euch auch. Ne? Man sollte die Kopfhörer, die man aufsetzt, auch laut machen. Ne? Weil wenn die gemutet sind, dann könnt ihr viel erzählen. Und mich nach Herzenslust beleidigen und ich krieg's nicht mal mit, Mensch. Also, guten Abend, lieber Discord. Schön, dass ihr am Start seid. Abend. Gestriges Spiel. Ich würde gerne wirklich dieses Thema aufgreifen. Ich habe das mit vielen gehabt auf der Tribüne, so die ganzen Leute um uns rum. Wir waren uns alle einig, dass wir uns nicht einig sind, dass wir alle den Kopf geschüttelt haben. Wir waren alle euphorisiert, wir waren alle mitgerissen. Wir haben richtig guten Fußball gezeigt. Und dann wirklich in Halbzeit 2. Und jetzt habe ich mit Chiara schon gesprochen. Die hat es im Fernsehen geschaut. Und die meinte, ja, to be fair, das hast du im Fernsehen ihrer Meinung nach gar nicht so krass mitbekommen, dass die zweite Halbzeit nicht so gut war. Ab der zweiten Halbzeit fand ich uns komplett wie ausgewechselt. Und woran, das ist ja nicht das erste Mal, woran liegt das eurer Meinung nach? Wie schätzt ihr das ein, das gestrige Spiel? Marcel, ja, Svenny, Torte. Ja, dann BVB-Fan aus Schwaben, komm, genau. Fang an, gerne. Ja, also, jetzt nochmal zu der ersten 30 Minuten, was man auf jeden Fall gesehen hat, dass die Mannschaft es kann. Also, die Mannschaft hat Qualität. Also, das hat man schon mal ganz klar deutlich gesehen, die Mannschaft kann es. Ja, ne? Was jetzt danach war, das ist für mich auch unerklärlich. Also, und ich habe es im Fernsehen ja auch gesehen und ich fand, die zweite Halbzeit war von uns
Komplett schlecht war sie. Also, wir haben mal nach zwei, drei Spielstationen haben wir den Ball gleich verloren. Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Es war irgendwie richtig blutleer, war das. Und ja, wie du jetzt schon vorhin gesagt hast, also ein Sancho oder ein Brandt hätte viel früher raus müssen. Die waren komplett platt, waren die. Und ich kann es nicht erklären. Also ich finde da keinen Ansatz oder so. Entweder ist was, liegt das an der Kondition, aber klar, man kann jetzt nicht 90 Minuten dieses Tempo und diese Intensität geben wie von der ersten Ja. 30 Minuten. Aber dass danach gar nichts mehr gekommen ist, also ich habe dafür keine Erklärung. Also irgendwas ist da eine Fitness, ist da irgendwie schuld oder so, aber ach, ja. Also irgendwie war das, die erste Halbzeit war Finale und die ersten 30 Minuten waren Finale und die zweite Halbzeit war dann irgendwie so vierter bis dritter Platz Gruppenphase gefühlt. Ja, also das haben die Leute nämlich wirklich um mich rum auch gesagt. Also ich lese nämlich auch im Chat, es war keine Vollkatastrophe und so weiter und so fort. Nee, aber also kannst du ja nochmal sagen, sorry, dass ich dich da unterbrochen habe, aber das interessiert mich mal, Marcel, nimm das gerne mal bitte mit auf. Weil du hast ja, glaube ich, dann warst du im Stadion, ne, du hast auch TV geguckt, ne? Ja, genau, Ja, ich ja. habe auch so. Okay, also wie war das denn da? Weil diese Euphorie war dann hinterher weg, ne, die am Anfang im Stadion völlig da war und völlig spürbar war. Und dann haben die alle gesagt, und die haben alle meinem Kumpel dann recht gegeben, ne, weil die haben das ja logischerweise auch mitbekommen, was er so erzählt hat und so. Und alle so, jo, ja, einfach nur den Kopf genickt. Dieses könnte auch einfach Sonntagnachmittag Darmstadt sein. Das war, ey, du hattest null mehr das Gefühl von K.O.-Spiel, Flutlicht. Es geht hier gerade um alles. Wie war das für Du dich? hast halt, gemerkt, und das hat Sammy Khedira hat das ganz gut gesagt bei DAZN, als ich so zu Ende der ersten Halbzeit, als Eindhoven Sandro die ersten ein, zwei Abschlüsse hatte, die ja auch nicht so wirklich richtig gefährlich waren, hast du irgendwie gemerkt, dass da so eine leichte Verunsicherung reinkommt. Und du hast halt niemanden gehabt, der das Spiel mal so ein bisschen der das Spiel mal so ein bisschen kontrolliert hat, ne? Der mal so auf den Ball getreten hat. Und gesagt hat, wir nehmen jetzt mal das Tempo raus, auch um den Gegner gar nicht ins Spiel kommen zu lassen, so gerade kurz vor der Halbzeit. Und das hat sich dann irgendwie durch die zweite Halbzeit so ein bisschen mitgezogen, dass du einfach keine Spielkontrolle mehr gekriegt hast, ne? Also du hast ja die ersten 30 Minuten hast du dir erstickt, wie du schon gesagt hast. Die sind ja die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. So also Eindhoven wusste ja gar nicht, wie denen geschieht. Und ja, natürlich ist Eindhoven auch keine Fallobstmannschaft so. Also gestern hat man gesagt, tatsächlich ist es wohl so, dass sie die längste Winning Streak oder ungeschlagenen Streak von allen europäischen geführten Mannschaften haben, von 46 Spielen, glaube ich. Aber es ist halt immer noch PSV Eindhoven und ich glaube, da musst du auch als Borussia Dortmund das Zeug dazu haben, die 90 Minuten zu kontrollieren. Und es war ja in den ersten 30 Minuten auch jetzt nicht so, dass man den Fußball neu erfunden hat, sondern man hat das gemacht, wie Sepp Kneis gesagt hat, Dortmund ist eine Doppelpassmannschaft und das hat man halt einfach gesehen. Ja. Mir hat heute einer auch geschrieben in der Bewertung so, yo, aber du hättest ja eigentlich nach den 30 Minuten irgendwie oder zumindest zur Halbzeit auch schon 2-3-0 führen müssen und dann hätte keiner mehr was gesagt über die zweite Halbzeit. Und ich gebe dem im Kern sogar total recht. Hättest du A müssen und B wäre das dann wahrscheinlich in der Gesamtbewertung glimpflicher, ja, einfach weggekommen, das ganze Spiel, glaube ich. Aber, und das habe ich ihm auch zurückgeschrieben dann auf Instagram. Ich habe gesagt, du hast völlig recht und ich bin komplett bei dir. Das Problem ist, wir reden hier im Konjunktiv. Du hättest müssen. Du hast es nicht. Also du hast gespielt wie die Feuerwehr, dann hat der Keeper noch stark gehalten. Ich denke jetzt zum Beispiel an diesen Malen-Nachschuss im Fallen und so, dass du da in dieser Aktion so wach bleibst und dann quasi im Fall noch irgendwie artistisch. Hat er na natürlich auch Pech gehabt und so. Dann hat der Keeper gut gehalten. Wir haben noch ein bisschen verzogen, hatten so ein bisschen das Pech am Fuß. Hättest du es getan, dann hätte sich dieses Wir legen los wie die Feuerwehr ja wenigstens richtig gelohnt. So, und dann hättest du dir erstmal so ein komfortables Polster hingehauen, so von 2-3-0, und dann hättest du vielleicht wirklich smoother machen können. Aber jetzt hat der Schwabe gerade eben schon gesagt, also auch nochmal Thema Fitness aufgegriffen. Auf mich hat das im Stadion auch extrem so gewirkt, als wären die stehend K.O., als wären die platt gewesen. Und das habe ich ja auch im Fazit gesagt heute. Ist ja logisch, jeder, der mal auf dem Platz gestanden hat, wenn du pumpst, wenn du gerade irgendwie hechelst, wenn du einfach gerade so ja, am Anschlag bist, auch vom Pulslevel her, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Konzentration aus,
auf Passgenauigkeit, auf Abspielfehler, ne, und so weiter. Und das Problem ist ja, das kommt gefühlt von jetzt auf gleich. Die eine Aktion ist noch sauber gespielt und auf einmal, du hast dich gerade irgendwie auf der Tribüne zu einem Kumpel gedreht und sagst, was hast du gesagt? Drehst dich wieder zurück, 2 Sekunden später, Scheißspiel. Und du denkst so, hä? Wann ist das denn passiert? So, ist der kleine, spielen die Schwestern jetzt da. Genau. So, die haben also, mal eben kurz einmal durchgewürfelt. Ja, also ich glaube. Ja, nee, Marcel und ja, Marcel. Ich glaube, mir sind 2 Dinge aufgefallen. Das eine finde ich sehr erschreckend und das andere ist mir jetzt das erste Mal so richtig aufgefallen. Das Erschreckende finde ich, alle Abschlüsse oder viele Abschlüsse, jetzt mal ausgenommen in der Nachspielzeit von De Jong, der Abschluss übers Tor, der war halt super rausgespielt, so den kannst du, glaube ich, auch nicht gut verteidigen. Aber alle anderen Abschlüsse sind ja einfach rausgespielt. Also die sind ja zu verteidigen. Das ist ja nicht, wo man jetzt sagt, da spielt Ronaldo mit Messi und Mbappé zusammen und die verteidigst du nicht, sondern das ist einfach rausgespielt. Ja. So, das ist, wie du schon sagst, Konzentrationsfehler und einfach auch irgendwie dieser berühmte halbe Schritt zu spät. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, die Leistung oder das Tempo anziehen und sowas fiel auch irgendwie mit der Stimmung so ein bisschen. Also ich glaube, das hat so getragen und du hast gemerkt, wenn das Stadion ein bisschen leiser wurde, wurde es auch ein bisschen ruhiger um das Spiel vom BVB. Ja, ja, das stimmt. Aber ich hatte das so ein bisschen vom Gefühl her, dass das so eine Symbiose war. Du hast gemerkt, dass dann auf einmal doch wieder einmal mehr abgebrochen wurde über den Flügel und dann wieder dieser Rückpass gewählt wurde. Genau, und dann hast du auch wieder gemerkt bei den Fans sofort, also wirklich innerhalb von Sekunden, ging dieses Rauen los, ging dieses Kopfschütteln los und war die Stimmung schon nicht mehr so explosiv, wie sie 3 Sekunden vorher noch war. Also das war total interessant zu beobachten und interessanterweise Abseitssituationen, ne, brauchen wir nicht drüber reden, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt und so. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, also zumal es auch kein Abseits ist, es muss doch, mein Verständnis sagt mir, die Abseitsregel sagt, wenn ein Körperteil, womit ein Tor erzielt werden kann, im Abseits ist, ist es Abseits. Es ist aber doch der Arm, damit kannst du ja kein Tor erzielen. Kannst du schon, zählt halt nur nicht. Oder du bist Maradona. Ja. Hand Gottes zählt natürlich. Ja. Was ich sagen wollte ist, zunächst mal, dass ich erstmal trotz allem zufrieden bin. Weil wenn man die meisten Fans und auch die Experten gehört hat, sind wir nach der Auslösung schon abgeschrieben worden. Jetzt stehen wir im Viertelfinale. Ja, also das ist schon mal, sage ich, für uns ein Erfolg. Auf jeden Fall. Ja? Und ich sag mal so, dass wir uns diesen Erfolg, auch wenn das nicht immer schöne Spiele waren, erarbeitet haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel Real Madrid nehme, aus dem letzten Spiel gegen Leipzig. Das war eher schon so ein Sieg, wo man sagen kann, ja, das musste sein. Ja? So, also du hast nicht das Gefühl gehabt, dass Real Madrid unbedingt jetzt so gut war, dass die das Spiel hätten gewonnen. Ne? Im Gegensatz zu uns. Wir haben zwar nicht immer gut gespielt, aber wir haben uns das erarbeitet. Das ist erstmal das. Ne? So, dann wollte ich sagen, was wollte ich noch sagen? Fällt mir gerade, glaube ich, jetzt nicht ein. Sekunde. Mach erstmal einen anderen, dann fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Das fällt dir bestimmt wieder ein, Svenny. Ja, ja. Also ich, ich habe eigentlich so damit gerechnet, dass gerade in der zweiten Halbzeit das 1:1 fallen muss, eigentlich. Ja. Also gerade das Frankie, wie hieß der? Nicht Frankie de Jong, Luke de Jong, Entschuldigung. Gerade das Luke de Jong-Ding, das ist eigentlich, also für mich als Fußballfan ist das eigentlich eine Sache, der muss eigentlich schon fast rein. Dass man da in irgendeiner Art und Weise dann auch glimpflich davon kam, das war der letzte Warnschuss. Mhm. Ja, und dann hatten wir natürlich auch, da muss ich natürlich schon sagen, war schon sehr viel Glück, dass Marco Reus da den Ball kriegt. Dass der Spieler ausrutscht oder keine Ahnung, was der da in dem Moment gemacht hat. Und dass wir dann das 2:0 machen konnten, aber
wie gesagt, die Eindhovener, die waren in der zweiten Halbzeit deutlich die bessere Mannschaft. Deutlich, und da sagt Chris gerade im Chat, das will ich mal eben kurz mit reinnehmen, bitte geht auch auf die taktische Umstellung von Bosch und PSV ein, das war der Knackpunkt des Spiels, ja, das ist richtig, da haben wir wieder keine Lösungen für gefunden und ich wollte eine Sache noch aufnehmen, die habe ich logischerweise nicht mitbekommen, weil ich eben im Stadion war, ich habe es jetzt aber von mehreren Ecken schon gehört, vielleicht kann das ja auch hier auf der Tonspur jemand verifizieren, beziehungsweise nochmal genau schildern, in welcher Situation, was, wo, wie. PSV hat also umgestellt in Halbzeit 2. Interessanterweise ist, sie gehen auf Mann gegen Mann und wir sind völlig am Arsch. Ja, also wollte gerade sagen, ob ich irgendwas Netteres dafür sage, damit das nicht wieder hier böse klingt und so, aber kann ich nicht anders sagen. Haben wir keine Lösung für gehabt. Ich erinnere mich an ein Spiel, da hat Borussia Dortmund Mann gegen Mann gespielt. Das war zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Das waren so die ersten 32, 33, 35 Minuten, die wir da Mann gegen Mann gespielt haben. Und hoppala, ja, da lagen wir dann irgendwie 2-0 hinten, beziehungsweise eigentlich 3-0, weil, ne, Abseitstor von Gladbach und so. Das heißt, unser Mann gegen Mann, wenn wir es gespielt haben, war völlig für die Tonne. Und Bosch spielt Mann gegen uns und das funktioniert vom Feinsten. Ja? Also das ist halt wunderbar. Also das ist total schön zu sehen, wie taktisch limitiert das Ganze dann hinterher auch war. Und Svenny, du hast natürlich völlig recht. Das Luke de Jong-Ding spätestens hätte eigentlich zappeln müssen und das war schon sehr auf Kante genäht. Jetzt aber auch nochmal taktisch die Frage, dieses Emre Can ruft so Edin Terzic raus-Ding. Wie bekommen wir wieder Sicherheit? War das wirklich so? Hat er das wirklich gerufen? Ja, wir brauchen Sicherheit. Wie bekommen wir wie Sicherheit, hat er gerufen. Ja? Ja. Wer hat das jetzt gesagt? Also, da muss ja, Emre Can, ja, Emre Can zu Edin. Ah, okay. Da gibt es sogar mehrere TikToks, glaube ich, mittlerweile von. Also TikTok ist jetzt natürlich nicht die verifizierteste. Nein, aber die Ausschnitte halt. Ja, aber die Ausschnitte aber auf landen Zone ja da, ne? Auch gehört. Auf The Zone hast du es auch gehört. Okay, also das sagt ja auch viel. Also wenn wir ehrlich sind, das sagt ja auch schon viel. Wir brauchen Sicherheit. Wie bekommen wir die denn? Also wenn ich dir die Sicherheit, und das ist das immer, ne? Da merkt man dann doch mal, ja, aber das sind ja alles Profifußballer, die müssen das doch eigentlich auch ohne Trainer hinbekommen. Ja. Und das Schlimme ist, du spielst gegen eine Mannschaft, wo du ja sicher sein kannst, dass wahrscheinlich 80% der Leute genau das verstehen, was du da gerade rufst, weil Holländisch ist nicht so weit weg von Deutsch und die können wahrscheinlich Deutsch und auch Peter Bosch kann Deutsch und der ist ja noch nicht ganz doof. Und wenn dein Kapitän dir ruft, hör mal, wie kriegen wir Sicherheit, dann weiß ich nicht. Also man muss dazu sagen, ich glaube tatsächlich aber auch, man hätte gestern noch eine Stunde spielen können. Ich glaube, die PSV hätte kein Tor geschossen. Ja, 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 ja. Weil wie viele Chancen hätten sie noch haben müssen? Ja. Ne, aber so, und das dann dieses 2-0 fällt, das war, also das passte auch wieder so in den Abend. Aber das ist halt dieses Spiegelbild der Saison. Ne? Du hast halt, du siehst, irgendwie hast du gefühlt, gemerkt, man sieht, okay, wir können Fußball spielen und wir spielen auch die an die Wand und wir sind Borussia Dortmund. Ne, wie schon irgendwie im letzten Talk gesagt, so, da muss das von der ersten Sekunde an muss das brennen. Und dann hast du gefühlt irgendwie so, als hätten die so einen Knopf im Ohr, wo dann einer sagt, jetzt ist aber gut, ne? Ihr seid schon ein bisschen viel gelaufen, sonst müsst ihr gleich noch duschen, lass mal sein. Dass wieder diese Unsicherheit kommt. Und die kam mit jedem weiteren Abschluss von PSV. Also jeder Torschuss hat gefühlt irgendwie so 5% des Schwungs weggenommen. Und das ist, glaube ich, eher eine Kopfsache. Und das fängt an mit, ein Sinnbild war Niklas Füllkrug. Es war ein Konter in der ersten Halbzeit. Also grundsätzlich muss ich sagen, er hat gestern kein schlechtes Spiel gemacht, aber er kriegt einen Ball. Bälle festmachen und so, boah, ne? Ja, das war, das, genau, und das ist das, was ich gerade sagen wollte. Er will einen Ball festmachen. Rutscht weg, wie er gefühlt irgendwie 16 Mal gestern weggerutscht ist. Und dann steht er auf, guckt und schüttelt den Kopf und trabt so hinterher. Ja, 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 ja. Und das keiner, macht er öfter. Das nervt des Todes. Ja, und keiner. Und da siehst du dann, also das hat er in der zweiten Halbzeit auch zweimal gemacht. Und da ist dann ein Sabitzer, hat sich umgedreht und ich war, also irgendwas muss er ihm zugerufen haben. Dann hat er gefühlt irgendwie den Turbo gekriegt und ist dann losgerannt. Ein Can hat das in der ersten Halbzeit zu Ende hin nicht gemacht. Yep. Ne, also es ist dieses Traben, dieses Kopfschütteln und auch diese Szene, wie er da den Elfmeter haben will. Also das sieht ja ein Blinder, dass es kein Elfmeter ist und das macht er ständig. Ich glaube, das ist so ein bisschen Alibi, was er da spielt. Und da, es ist einfach schwierig,
dann auch irgendwie, wie du schon sagst, Bälle festzumachen. Wenn er die Bälle vorne festmacht, dann steht das ganz schnell 2 oder 3-0. Wenn wir auf der Ebene gerade schon sind, nochmal eine Frage in die Runde, die so ein bisschen in die gleiche Kerbe geht. Auch wieder Stadionwahrnehmung, ne? Also man weiß ja mittlerweile, eine Stadionwahrnehmung ist immer eine andere, als wenn man das wirklich dann im Fernsehen guckt oder so, ne? Deswegen die Frage. Meine Stadionwahrnehmung zu, wie war es auf The Zone? Man hat sowieso auch den Eindruck gehabt, jetzt war ich ja mittig, direkt hinterm Tor. Das heißt, ich hatte eine sehr, sehr schöne Perspektive, um permanent das ganze Feld zu sehen. Ne? Natürlich, wenn man jetzt bei The Zone einen Kameraausschnitt hat und so, dann kriegst du das nicht so hin, als wenn du alles siehst. Halbzeit 2, du sagst schon, oh ja, dann winkt er so ein bisschen ab und ist so ein bisschen nö und ein bisschen angepisst und dann ruft der eine was und dann trabt er doch hinterher und kriegt ein Turbo und dann wieder nicht. Ich hatte den Eindruck in Halbzeit 2, dass sie sich auch die ganze Zeit angekeift haben. Ohne Witz? Ja, ja, haben sie auch. Also bei The Zone habe ich das... Ja, Svenny? Sag nochmal. Bei The Zone habe ich das auch gesehen. Bei dem einen, ich glaube, der Bakayoko war das von Eindhoven, der dann im 16er da den Hummel schwindelig gespielt hat und er dann auf dem Hosenboden saß, ist er doch aufgestanden. Das hatte zumindest die The Zone-Kamera noch eingefangen und er ist dann richtig auf die auf seine Nebenmänner, Vordermänner oder so drauf losgegangen. Hat auch der Kommentator gemeint, von wegen der Hummels war da jetzt not amused, dass der da jetzt so schwindelig spielen konnte, also da rumspielen durfte. Darf ich da mal was sagen? Mir ist was aufgefallen. Und zwar, das war, glaube ich, nach dem 2-0 bei dem Stadionvlog von Wiesca Barça, sind, glaube ich, haben alle gejubelt, nur der Hummels, der war in der anderen Seite. Also der ist, glaube ich, nicht mit vor zum Jubeln oder so. Also ich glaube, da stimmt es wirklich auch nicht zwischen Hummels und Trainer, zumindest in der Mannschaft, habe ich so einen Eindruck. Ja, kann ich sogar ergänzen. Also ich lese es nämlich auch gerade nochmal im Chat. Also Hummels war extrem pisst und also gerade auf Hummels gehen viele gerade ein. Bei Sabitzer habe ich das auch mitbekommen, was Tama schreibt gerade, dass der die Leute irgendwie ankackt und so. Also, dass da viel irgendwie so Negativgerede ist und so. Jetzt straft mich Lügen. Ich habe auch mitbekommen, dass sowas zum Beispiel auch Gründe sein sollen für Nichtnominierungen von Hummels bei einem DFB zum Beispiel. Dass der einfach... Gestern war ja auch der Fan-Talk vom Sport 1 noch. Ja, und Großkreuz hat es einfach geleakt, genau, dass er nicht verlängert. So, also er hat es dann auch einfach mal so gefühlt in der Bierrunde so ein bisschen rausgehauen, wie er dann halt so ist. So, ja, das sind auch Gründe, also deswegen, das macht er nur, weil er nicht verlängert. Ja. Ja, und dann hat er versucht, es noch zu retten und sagt, oder Peter? Hä? Also, und geht völlig hilflos noch in Richtung Neururer. Ja, also ich glaube auch, dass Hummels, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl mittlerweile, dass Mats Hummels irgendwie die Fußball-Midlife-Crisis seines Lebens hat. Also wir gehen jetzt nicht über die fußballerische Leistung von Hummels, ne? Weil Hummels ist immer noch brauchbar, Hummels ist immer noch gut drauf. Hummels hat uns auch gestern wieder in vielen Situationen den Hintern gerettet, ne? Und bügelt nochmal viel aus, was er ausbügeln kann und so. Der Insta-Post von Hummels hat auch gestern schon alles gesagt nach dem Spiel. Was hat er denn gepostet? Ihn und Marco Reus mit den Eckpfeilern der Borussia, also vom BVB, was die Spieler auch angeht im europäischen Pokal, was die Erfahrung angeht. Ja, irgendwie da hat er drunter geschrieben, Erfahrung setzt sich durch, weil beide ja 86 Spieler haben, also die meisten Spiele für den BVB. Ja, das hat er gepostet. Das hat das Sportstudio gepostet. Das hat das Sportstudio gepostet und er hat es repostet. Ah ja, okay. Bei Instagram, also mittlerweile schon sehr, sehr. Ja, aber das verstehe ich nicht, weil der ist momentan, und so erlebe ich das, und da könnt ihr mir sagen, ja, ich bin hier pro Hummels und alles gut. Wir haben ja auch zum Beispiel Chiara und ich in unserem Podcast Hate ohne Ende abbekommen, Hate in Anführungszeichen, aber halt den übelsten Meinungsgegenwind bekommen, was völlig in Ordnung ist, ne? Also, war nur sehr auffällig und das ist völlig, völlig legitim. Wir sind uns ja relativ häufig einer Meinung, da halt mal gar nicht und das ist eigentlich auch mal ganz cool. Da gab es den übelsten, ne, wir haben auch zum Beispiel gesagt, so dieses Verhalten geht halt nicht, so dieses Unterschwellige, ne, in den Posts und bla. Egal, wie sehr man zu Edin steht, egal, was man da, aber der ist so im Abrissmodus und das Gefühl habe ich auch und wie gesagt, wir reden jetzt über das, was so neben dem Platz oder auf dem Platz passiert, nicht leistungstechnisch. Ich rede gerade explizit, Leute, bitte nicht falsch verstehen, ich rede nicht über das Leistungstechnische. Aber du merkst, genau, es geht ums Verhalten. Und das habe ich jetzt mitbekommen, dieses Verhalten fällt ihm bei Nagelsmann auf die Füße, weil er sagt, nö, bei mir nicht. Sowas Charakterliches nominiere ich nicht. Es geht, glaube ich, auch gar nicht darum, dass er es sagt.
sondern es geht darum, dass er es, wo er es sagt. Und wie er es also sagt. Also wenn du es in einem Stream von der Baller League sagst, wo ja Streamer, über YouTuber, das ist ja schneller verbreitet, als wenn du irgendwie ein Streichholz ins Öl schmeißt. So. Das kriegst du ja auch nicht gelöscht. Und das weiß der ja. Also es gibt ja viele Fußballer, da würde ich sagen, okay, die sagen das einfach, weil hinter der Stirn ist nicht so viel vorhanden. Ja. Aber bei Mats Hummels ist es definitiv ja nicht so. Der weiß ganz genau, was er tut. Ja, genau. Und natürlich ist das irgendwo dann authentisch, wobei ich so ein bisschen auch das Gefühl habe, nochmal, es ist nur eine Wahrnehmung, es ist nur ein Gefühl, es ist nur ein ausgespeicherter Gedanke meinerseits, wie ich das erlebe. Ja, auf jeden Fall ist der authentisch, aber manche Sachen davon wirken auf mich sehr, sehr, sehr berechnet. Sehr berechnet. Definitiv. Also das ist das, was Marcel auch gerade sagt, ne? Ja, genau. Überlegt zweimal, was er sagt. Und die Mutter, du darfst sofort, Dirk, sofort. Ja. Ich will nur eben noch sagen, die Mutter, die ist halt Journalistin. Also der ist quasi in dieser Medienwelt aufgewachsen. Der weiß schon genau, was, wo, wie in den Medien. Der ist nicht dumm, genau. Der ist überhaupt nicht dumm. Der weiß genau, was er bewirkt. Und da denke ich mir auch so, ah, Bro, weiß ich nicht. Also du rennst hier einmal gefühlt mit dem Flammenwerfer durchs Feld und mäst das einmal nieder und hinter dir verbrannte Erde. Also so gefühlt nehme ich das zumindest wahr. So, Dirk. Also erstmal wollte ich sagen, was mir eben wieder eingefallen ist, dass wir aus meiner Sicht Probleme haben im Spiel, wenn wir 1-0 in Führung gehen. Das war nicht nur gestern so, das war so, wie es mir auch gefallen ist, vor allem in der Rückrunde in vielen Spielen so. Wir sind oft früh in Führung gegangen, waren dann auch überlegen und haben es nicht geschafft, schnell eine Entscheidung herbeizuführen. Dadurch sind die Spiele dann auch oft lange offen geblieben, ne? Ja. Wenn ich an Köln oder Darmstadt erinnere. Ne? Am Ende sind die Spiele dann 3-0, 4-0, sieht natürlich deutlich aus, aber ne? Wir schaffen es einfach irgendwie nicht und ich weiß auch nicht warum. So wie gestern zum Beispiel, die auch schon gesagt, wir müssen 3-0 führen. Nur wir kriegen das irgendwie nach einer Führung, wenn wir früh in Führung gehen, irgendwie nicht hin, dann das Spiel, ich würde nicht sagen zuzumachen. Ja doch, aber Sack zumachen, ja, aber Sack zumachen. Aber schon mal, aber sagen wir schon mal uns ein Polster erarbeiten, sagen wir es mal so. Ja? Dass man auch mal dann wirklich vielleicht ein bisschen ruhiger spielen kann. Ja? Den Ball auch wirklich mal laufen lassen kann. Ja? Das kommt ja auch noch dazu, dass wenn du zwar 1-0 führst, aber der Gegner dann Druck macht, läufst du auch ganz anders. Ne? Das macht dich auch viel müder. Wenn du 3-0 führst, ja, klar. Kannst du dem Gegner auch mal den Ball überlassen oder kannst den Ball in den eigenen Reihen halten. Und Müdigkeit kommt viel später. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir halt an der 1-0-Führung dann nicht in der Lage sind, das Spiel wirklich, wie gesagt, zumindest ruhiger zu gestalten für uns. Ja? Und dann wollte ich sagen, du sagtest eben, ich habe das auch gestern mitgekriegt im Spiel, dass die sich auf dem Platz so angekeift haben. Ne? Ja. So, ich finde das auch in manchen Situationen gut, weil ich mag das nicht, wenn Spieler auf dem Platz rumlaufen wie leere Flaschen. Jo. Ja. Man muss sich auch, aber das gab es auch in den 90ern, als wir mit Sammer, mit Kohler, mit Reuter, ja, die haben sich auf dem Platz die Köpfe eingeschlagen. Und also, das wirklich, ja, aber das auch richtig, ja. Aber nach dem Spiel sind die einen trinken gegangen. Und das muss auch mal sein. Auf dem Platz muss man auch mal dem anderen richtig in den Arsch treten. Darf ich dich da was fragen? Ja. Weil du sagst, und nach dem Spiel sind die dann einen trinken gegangen, ne? Deswegen hake ich da ein. Gebe ich dir komplett recht. Siehst du es denn bei denen jetzt als gegeben an, dass sie das auch tun? Also. Absolut nicht. Ja. Nein. Ja, ja. Nein. Was ich damit sagen will, dieses Angreifen auf dem Platz. Ne, nee, deswegen, ich wollte nur mal fragen, wie eure Wahrnehmung ist. Hätte ja sein können, dass ihr auch sagt, so ja, machen die bestimmt auch trotzdem. Ich wollte das nur noch mal hinterfragt haben. Nein, weil du hast komplett recht, Dirk. Mir kam das so rüber, als wenn, also so wie ihr das jetzt dargestellt habt, dass es oder Probleme in der Mannschaft gibt, weil die sich angreifen auf dem Platz. Es kann manchmal sein, die müssen nach dem Spiel keine trinken gehen oder nicht zusammen essen oder zusammen grillen. Ah, Immobile wird eh nicht eingeladen, Dirk. Ja, aber
auf dem Platz muss man sich auch mal angreifen. Das gehört dazu. Finde ich besser, als wenn die, wie gesagt, wie so leere Flaschen, ja, wenn irgendwie der Gegner eine Chance hatte und die da rumstehen wie leere Flaschen. Dann ist es gut, wenn auch mal ein Sabitzer einem Özcan oder einem Schlotterbeck oder wem auch immer mal die Leviten liest und sagt, pass mal auf, nächstes Mal, ja, so. Die Zeiten sind vorbei, denke ich mal, dass die meisten miteinander, der ein oder andere vielleicht, aber die meisten werden das nicht mehr machen, ne, nach dem Spiel. Nee, wahrscheinlich nur, nicht. Nur natürlich darf man sich dann, oder dieses auf dem Platz, wenn man sich angegriffen hat, nicht übertragen auf nach dem Spiel. Ne? Da ja, muss ja. man dann halt wieder Kumpel sein, sage ich mal so, oder Mitspieler oder Kollege. Ja? Ich glaube, das ist aber auch, und das kann ich jetzt tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, also es gab Zeiten, ich habe auch mal Fußball gespielt und auch so ein bisschen halb erfolgreich tatsächlich. Ich habe mal durfte mal mittrainieren in der ersten bei Werder. Das ist aber auch, wie gesagt, nichts Wildes. Und da ist es ganz klar so gewesen, und das war aber auch noch eine Zeit, also das war so um 2003, 2004 rum. Da gab es ganz klar 4, 5 Leute, die in der Kabine auch nach dem Training was zu sagen hatten, und dann war das auch so. Und dann war da auch ein Respekt gegeben. Ne? Also dann, wenn dann ein Thorsten Frings oder, keine Ahnung, auch Matthias Sammer, Jürgen Kohler was gesagt haben oder so, dann glaubt man nicht, dass da irgendjemand sich gewagt hat zu sagen, nee, also tickst du nicht ganz richtig? Jo. So, das gab es nicht. Und ich finde, und das hat das Spiel gestern so ein bisschen auch gezeigt, das hat A, ein bisschen was mit Respekt zu tun, und B, hat das so ein bisschen das widergespiegelt, glaube ich, was so das Kernproblem ist, dass man sehen kann, was passiert, wenn man sich wirklich einfach zusammenreißt und auf das Elementare konzentriert. So, das waren die ersten 30 Minuten einfach. Und dann war es so, nach dem Motto, nein, ich habe hier das Sagen, nein, ich habe hier das Sagen, du machst dies scheiße, du machst jenes scheiße. Und ich glaube, dass da einfach ein riesengroßer Bruch in der Kabine ist, und das auch nur gar nicht zwischen Trainer und Mannschaft, sondern auch in der Mannschaft halt einfach. Ne? Also ich finde, dass das eine Menge aussagt, wenn du siehst, wie manche sich da, wie gesagt, gar nichts, dass man sich mal anschreit und auch mal irgendeinen so einen Arschtritt gibt und sagt, hör mal, das ist völlig okay, aber diese Art, wie es dann gemacht wird, ja, das ist schon sehr, sehr bezeichnend. Ist schon sehr, sehr bezeichnend. Da will ich gerade nochmal Woppy Woppers mit reinnehmen aus dem Twitch-Chat, weil A, langer Text, sich gerade viel Mühe gegeben, und es passt thematisch gut. Sagt nämlich auch gerade, ich verstehe Hummels komplett. Man kann über die Art und Weise streiten, und das ist ja eher das, worüber wir auch gerade sprechen. Aber gefühlt wird jeder im Verein für seine Fehler abgestraft, bis auf den Trainer. Und ich bin mir sicher, das sieht Reus genauso. Und auch bezeichnend ist, dass Sabitzer derjenige ist, der am meisten rennt und die Spieler wach macht. Unser Kapitän muss den Trainer nach Lösungen fragen. Und der hat, wie wir sehen, wieder bei der ersten Umstellung keine Lösungswege, die er der Mannschaft mitgeben kann. Vielleicht auch sehr schwarz gemalt, sagt er noch dazu. Aber so schwarz gemalt finde ich das gar nicht. Also das passt auch dazu, was gerade eben auch noch im Chat geschrieben wurde. Wahrscheinlich... ich glaube, Kevin oder also Kevin war es, glaube ich, der es geschrieben hatte. Wahrscheinlich ist es nicht mal ein Bruchteil davon, was der Hummels wirklich ausspeichert, und auch dieses so, ja, ein bisschen unterschwellige und so. Also wahrscheinlich könnte der viel krasser, wahrscheinlich platzt dem der Hodensack. Ja, könnt ihr mir vorstellen. Und der lässt es schon nur so punktuell immer mal raus. Ja, aber damit ist er natürlich trotzdem immer noch derjenige, der es tut und wie er es tut. Ich glaube, irgendwie brodelt es da richtig. Irgendwie brodelt es da auf vielen Wegen richtig. Was muss ein Hummels denken, der auf der Bank sitzt, wenn der hört, dass Emre Can den Trainer fragt, wie kriegen wir Sicherheit rein? Ja, ich glaube, was muss der sich denken? Der muss sich doch denken, habe ich hier gerade die U15 vor mir? Ja. So, ja, ja. Und dass der dann aus seiner Haut fährt. Und das, wie schon gesagt, das hat auch nichts mit respektlos zu tun. Es sind ja nicht, er spricht ja nicht Dinge an, die unoffensichtlich sind. Also er spricht ja Dinge an, die offensichtlich sind und alle sehen. So, die halt einfach irgendwie nur keiner ausspricht. Und ich finde, also das ist, wenn du einfach eine Confidence hast und ein Selbstbewusstsein, dann gehst du gestern, und das, man hat es ja gesehen in den 30 Minuten, dann gehst du da 4-5-0 nach Hause und sagst, alles klar, war schön, dass ihr hier wart. Und da lese ich gerade, Hummels hat wohl gerade wieder was gerepostet. Da will ich jetzt gerade nur noch mal kurz reingehen von Who Scored oder so. Wo ist es denn da? Weiß ich nicht. Also vielleicht bei ja, Twitter wieder, oder er so. Hat, er hat gerade wieder die, vor 8 Stunden hat er wieder die 86 Spiele und ihn und Marco Reus gepostet. Europapokal, ja, aber gut, das ist ja sogar der BVB-Post, ne?
Ja, wie gesagt, gestern Abend war es der Sport. Ja, ich weiß, den habe ich hier gerade auch. Sie sind die Mr. Europapokal für den BVB. Naja. Also, ich darf ich hier mal kurz was sagen? Ja. Also, ich wollte noch mal was sagen. Wir haben uns ja alle gefragt, an was liegt das denn jetzt? Ist es die Mannschaft? Ist es der Trainer? Gestern, für mich persönlich, zum ersten Mal kam mir so so der Vergleich oder der Beweis, es kann nicht die Mannschaft sein, weil die Qualität haben wir ja jetzt auch schon des Öfteren hier im Discord gesagt, die ist ja vorhanden. Für aber ist sie denn für 90 Minuten vorhanden? Da muss ich direkt mal einhaken und dich das mal fragen. Nein, das eben nicht. Okay. Und du hast gesehen, was die Mannschaft in der ersten Halbzeit kann und du hast gesehen, was ein Edin Terzic in der zweiten Halbzeit daraus macht. Ja, aber du bist doch nicht der Meinung von wegen, dass er den Terzic sagen tut in der Kabine, jetzt spielt doch mal wieder 10 Klassen schlechter. Ist doch nicht dein Ernst, oder nicht? Ich glaube, woran es gestern auf jeden Fall nicht gelegen hat, ist an Terzic seinen Emotionen. Denn die hatte der gestern. Ja, ja. 1A. Also nach dem Tor habe ich kurz gedacht, der springt auf die Ersatzbank. Ja. Nach dem 1-0. Hat mich auch gefreut. Also ohne Witz, das sind so kleine Nuancen, ne? Völlig irrelevant eigentlich, aber mich hat es echt gefreut. Ich glaube aber, dass es wieder bezeichnend ist mit dem, ich glaube nicht, dass das gar nicht fußballerisch reicht, sondern ich glaube, es reicht einfach konditionell nicht. Ich meine, ja, genau. Ein Jadon Sancho, der hat ein halbes Jahr kein Fußball gespielt. Du, also theoretisch machst du den ja gerade fit. Der hat 6 Spiele gemacht und plötzlich macht der Muskel zu. Ja, und das war, also jetzt habe ich auf diesem Niveau nie gespielt und habe auf diesem Niveau nie Leistungssport betrieben. Also, deswegen kann ich das nicht sagen. Deswegen ist das vielleicht für diejenigen, die auf so einem Niveau sind, ist es vielleicht eine doofe Frage, dass die sich denken, boah, Junge, das ist ja völlig dämlich. Aber deswegen, ich kann es nur aus meiner Warte sagen, aus meiner Sicht sagen. Der Typ ist 23, Jadon? Ja, ne? Ja, er hat irgendwie ein halbes Jahr nicht gespielt. Oder was? Hat sich aber doch privat fit gehalten. Also der hatte ja nichts in dem Sinne. Also klar, er hatte, ne, mental und so, aber körperlich an sich, er hatte nichts. Der hat sich fit gehalten. Ja, mir ist klar, dass ein privates Fithalten nicht mit Wettkampfpraxis zu vereinbaren ist und zu vergleichen ist. Aber 23 Jahre nahezu Daily Sport mit Regeneration, mit allen Möglichkeiten, die du finanziell irgendwie hast, mit Coaches, mit Ernährungsberatern, mit Schlaftrainern, mit was weiß ich nicht. Und dann macht nach 6 Spielen oder was 2 oder 3-mal schon wieder der Muskel zu? Ich versteh's nicht. 6 Spiele, nicht mal komplett alle von Anfang ja, an. Ja, ja. 90 Minuten. Ja, aber das ist aber doch, das geht doch ganz einfach darum, was für eine starke Laufleistung du hattest. Und er hat ja gestern sehr, sehr viele Sprints hinter sich gehabt. Ja, das ist auch richtig, aber schau dir doch mal, bestes Beispiel ist doch Erling Haaland. Der spielt in England, spielt der gefühlt alle 2 Tage und der spielt ja 90 Minuten. Der ist dann ja, verletzt. Und das ist vielleicht der Unterschied. Wenn jemand regelmäßig immer dieses Tempo ist, dann ist der Körper vielleicht dementsprechend auch gewohnt. Das ist vielleicht auch ein Erklärungsansatz, warum wir gestern nach 30 Minuten so platt waren, weil wir vorher in den anderen Spielen nie diese Intensität hatten und der Körper von den Spielern das einfach nicht mehr gewohnt war. Und deswegen glaube ich, dass es deswegen vielleicht mit der Grund war, warum dann die Spieler dermaßen platt waren nach der halben Stunde. Weil klar, die Spieler, die trainieren, die machen Fitness, Ernährung und so weiter. Aber das ist natürlich ein großer Unterschied im Wettkampf und so. Wenn die Spieler das regelmäßig machen würden, würde sich der Körper dementsprechend auch anpassen. Und dann würde es auch ganz anders aussehen. Und jetzt, weil ihr das vorhin jetzt nochmal gesagt habt, hätten wir das vielleicht das 3-0 gemacht oder so, das hätte man 4-0 zur Halbzeit geführt, hätte vielleicht kein Mensch mehr darüber geredet. Am Endeffekt müssen wir vielleicht sogar froh sein, dass es so gekommen ist, weil jetzt kommen eben diese starken Gegner, so wie Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, Bayern und so. Da muss man einfach dann über 90 Minuten eben diese Leistung zeigen, wie die erste Halbstunde gestern, weil sonst gehen wir unter, gerade gegen Bayern oder Leverkusen, gehen wir sonst unter, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, sehe ich da schwarz. Ja, ja, aber auf jeden Fall. Weiß ich nicht, hat jemand von euch Man City gegen Liverpool zufällig gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Also das ist 90 Minuten, das ist für 98 Minuten Vollgasfußball und das, obwohl die das alle 2 Tage spielen. Und ich glaube, wenn du Profi bist und du
hast die Intensität nicht. Natürlich läufst du nicht nach 93 Minuten wie nach 3 Minuten, aber wenn du die Intensität nicht so hochhalten kannst, gegen PSV Eindhoven im Achtelfinale der Champions League in einem Rückspiel zu Hause, dass du da so gegenhalten kannst, dann hast du entweder für dich selber viel, viel falsch gemacht und zu wenig gemacht auch, weil wenn es dann im Training nicht so ist, oder du hast im Training einfach viel zu wenig gemacht. Aber jetzt komme ich da auch nochmal drauf zurück, ne? Da haben wir ja ganz am Anfang der Saison schon drüber gesprochen und jetzt sind wir natürlich auch nochmal nach einer Winterpause, jetzt sind wir viel weiter, Monate weiter. Wenn es jetzt wirklich auch mit ein Fitnessding ist, ne? Ich lese jetzt auch im Chat so zum Beispiel, die sind dieses ganze Pressing auch gar nicht so gewohnt. Also diese, ne, das ist ja auch so ein bisschen, was BVB-Fan aus Schwaben gerade gesagt hat. Die sind dieses Niveau, dieses Anlaufen, dieses viele Laufen, dieses kollektive Laufen so in diesem Turnus gar nicht gewöhnt. Das heißt, das ist für die was Besonderes und dann machst du dann vielleicht eher schlapp, als wenn du das immer machst. Das sind die einmal nicht gewöhnt, okay. Aber wenn es auch so eine Fitnessgeschichte grundsätzlich ist, es ist das erste Jahr gewesen seit über einem Jahrzehnt, dass wir im Sommer nicht in Bad Ragaz waren, sondern auf dieser PR-Tour. Und ja, der Grundstein für eine Saison wird in der Sommervorbereitung gemacht. Und ja, du hast da gespielt, ja. Du hattest aber auch so viele andere verpflichtende Termine. Keine Ahnung, ob es da mit dran hängt, ja, dass du da nicht das gemacht hast, was nötig gewesen wäre. Plus, dann ist natürlich jeder Spieler auch noch so ein bisschen einzeln dafür da. Also ganz ehrlich, was ich selber auch so bei einem Mucki, der es nur nie zeigen darf, außer irgendwie privat, ne, wenn er auf Insta irgendwas teilt, der sich übelst professionell verhält, der nicht zockt im Übrigen im Privaten, weil er sagt, nee, gibt mir nichts, ich trainiere, ich esse, ich schlafe, so ungefähr, ja, mit 18, 19. Und selbst wenn er 26 wäre, hahaha, ja, jetzt kommen wieder die Leute aus der Höhle, liegt auch an einem selbst, ne? Ein Julian Brandt, der dann irgendwann sich sagt so, ey, auf manche Lebensmittel komme ich körperlich scheinbar nicht so klar. Ich kümmere mich mal darum. Ich mache mal hier so einen Unverträglichkeitstest. Was ist es denn, ja? Also, du kannst schon viel von Vereinsseite vorgeben, aber wie gesagt, du bist dann selber auch noch gefragt. Und das kommt ja alles zusammen. Also das Kollektive. Aber das kannst du ja jetzt nicht unbedingt auf Edin zurückführen, sondern das wäre ja dann wirklich Fitness- und Athletik-Coaching. Was aber ja irgendwie unter seinen Fittichen ist, weil würde ich doch sagen, weil er ist ja gesamtverantwortlich Trainer, oder? Also was ist denn da schiefgelaufen? Ja, das zum Beispiel jetzt schon mit der Vorbereitung. Ich finde einfach, in der Vorbereitung soll man sich auf das konzentrieren, was eigentlich das Wichtigste ist, das Fußball. Und wenn man da mit dem Kopf woanders ist, ganz halt, wie gesagt, mit den PR-Terminen und sehe ich da, das ist schon mal ein ganz schlechter Startschuss überhaupt für die kommende Saison. Also das ist schon mal mit ein Punkt ist das. Und ja, die andere Sache ist halt eben die, ja, Edin ist halt eben auch mitverantwortlich für diese ganze Situation, auch für die Fitness. Aber ja, es liegt aber auch in den Spielern eben selbst oder so. Da gibt es immer dann Nebenschauplätze, wie jetzt zum Beispiel da mit Adeyemi, mit der Loredana und so. Und das sind alles so Sachen oder so, jetzt mit Hummels und so. Das tut einfach der Mannschaft einfach nicht gut und dem Verein nicht gut. Ja, aber du holst ja auch deine Fitness, deine Wettkampffitness holst du ja in den ganzen Spielen am Anfang. Deswegen sagt man ja, die Vorbereitungen sind die ersten 5 bis 6 Spiele, die ersten 5 bis 6 Bundesligaspiele, da holst du ja eigentlich so diese Wettkampfhärte. Und so, wenn man jetzt einfach sieht, von wegen, wie viele verschiedene Variationen wir gespielt haben. Hinten dicht stehen, lieber auf Ergebnis statt sexy, lange Bälle nach vorne. Dann spielen wir mal wieder Pressing, dann spielen wir mal wieder das, dann spielen wir mal wieder dieses. Und dann kommen keine Automatismen rein. Das ist ganz normal so. Und der Körper braucht das eine... Das sehe ich aber ein bisschen anders. Nee, ist aber nicht so. Ja, nein, also grundsätzlich klar hast du recht, aber ich sehe das ein bisschen anders. Weil wenn du dir Leverkusen anschaust, die passen sich, die können sich anpassen. Die sind wie Chamäleons. So, die haben ja jetzt nun nicht 17 Spieler mehr im Kader, die Weltklasse sind, sondern die können sich anpassen. Die sind einfach, entweder sind die aufnahmefähiger, ich weiß es nicht. Die waren zum Beispiel nicht in Amerika oder in Asien oder wo sie auch immer rumgeturnt sind alle und haben diese Schauspielveranstaltung mitgemacht. Diese Marketingveranstaltung, da hat man. Ja, da wirst du nicht drum rumkommen, um Gottes Willen. Aber ich finde zum Beispiel auch, man hat immer über eine Fitness von Süle gesprochen. Ich finde persönlich, der fällt doch gar nicht ab.
Also man spricht darüber, dass der Übergewicht hat, der nicht fit ist. Jetzt stellt man sich mal vor, der hat kein Übergewicht, der kommt super trainiert da an. Der muss dann ja rausstechen. Ja, ja. Und das ist doch eigentlich das Problem, dass man die ganze Zeit über einen Süle irgendwie spricht, aber pumpen tun die alle mindestens genauso viel wie der. Also bei dem sehe ich nicht, dass der irgendwie platt wirkt. Ein Sabitzer. Oder ein Sabitzer, genau. Der ist ja gestern gefühlt, ist der ja 70 Kilometer gerannt. Ja, das ist ja, richtig. Auf jeden Fall. Mehr als Brand und so. Das also, stimmt. Das ist der Wahnsinn. Niklas, nochmal eine Frage. Keine Ahnung, wo dran es liegt. Also das ist jetzt seit, ich sag mal, 2, 3 Discord-Runden. Also ich verstehe dich sehr, sehr gut, auch wegen der Kopfhörer. Das haben aber auch ein paar Leute in den Chat geschrieben und ich achte extra auf diesen Audio-Ausschlag von euch allen. Irgendwie, also ich verstehe dich echt laut und deutlich und gut, aber der Ausschlag ist bei dir tatsächlich deutlich unter dem wie von den anderen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe dich von der Benutzerlautstärke eigentlich schon auf 200% geschraubt. Keine Chance. Ja, sorry, dann halte ich mich mal raus. Nee, aber kannst du nicht irgendwie gefühlt, so wie ich hier, das Mikro auffressen oder so? Also ich würde dich eigentlich gerne mit reinnehmen. Ich würde nur gerne das Problem lösen. Ja, nee, dann muss ich mir ein neues Headset holen. Weil vorhin war ich auch bei jemandem im Discord gewesen, da gab es aber gar keine Probleme. Und wenn ihr mich jetzt nicht versteht, ne. Also ich glaube, hier im Discord verstehen dich alle sehr gut, oder? Ja, verstehen schon, nur recht leise. So richtig abgedämpft so. Ja, so ein bisschen gedämpft, das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also eigentlich nicht an dir, Niklas. Irgendwo ist der Wurm drin. Ja. Dann muss ich mich dafür entschuldigen. Ach, nee, du musst dich für gar nichts entschuldigen. Also, ich meine, wie oft bin ich hier Technik-Toxi? Ich bitte dich. Also, vielleicht hat ja auch jemand im Chat oder so, soll er in den Discord-Audios seine Audio-Ausgabe hochstellen? Okay, guck mal. Habe ich schon, 100%. Habe ich voll aufgedreht. Ah, okay. Das wäre jetzt so eine Idee gewesen. Okay. Nee. Redet ihr mal weiter, ich halte mich erstmal hoch. Oh, jetzt fühlt er sich ausgeschlossen. Nein, dabei will ich nein, nicht. Nein, um Gottes Willen. Nein, alles gut. Alles okay. Ich bin dann hier. Okay. Wobei die anderen sagen gerade schon ein bisschen leiser, aber nicht wild. Also, ja, Pegel in den Windows-Settings. Irgendwie gehen wir da im Nachgang mal durch. Liebe Leute, wenn ihr mehr Ahnung habt als Technik-Toxi, und das ist nicht schwierig, schreibt mir bitte mal. Wir kriegen den Niklas schon wieder lauter. Das machen wir im Nachgang, dann Kuss und Danke. Aber weiter zurück zur Diskussion. Ich habe jetzt gerade gelesen, so ja, Thema nochmal BVB-Fan aus Schwaben, diese Nebenkriegsschauplätze, die hast du überall. Ja, die hast du auch überall, also wurde gerade im Chat geschrieben, ne, auf dein Thema. Helfen tun die aber sicherlich auch nicht. Und dann, wie gesagt, dieses ganze Baller-League-Ding und sich nochmal privat präsentieren und sind ja auch mittlerweile generell nur noch irgendwelche Ich-AGs und so, das ist... Ja, der Fokus auf dem Sportlichen, der liegt, sagen wir mal, nicht bei jedem so, wie er es eigentlich müsste, ne? Weil das, was Marcel auch gerade nochmal gesagt hat in Richtung Süle, ne? Ich glaube wirklich, wenn der Mann austrainiert wäre, wenn der richtig Bock auf Fitness und auf gute körperliche Verfassung hätte und so, wenn ihm das halt voll wichtig wäre, ich sag jetzt mal so Ronaldo-Light-like, ja? Einfach richtig besessen von Professionalität. Junge, der würde bei uns komplett herausragen, 100 Pro. Ich hätte gerade mal was anderes. Ja. Ja, weil gerade eben war ja, von wegen, du musst dich hier für gar nichts entschuldigen. Ich bin aber der Meinung, ich muss mich für was entschuldigen. Okay. Und das nagt irgendwie die letzten Tage so ein bisschen an mir. Es ist aber in Ordnung, dass du BVB-Fan bist. Du bist hier nicht alleine. Das ist eine Selbsthilfegruppe. Nee, darum geht das gar nicht. Ich war ja Sonntag auch mit im Talk. Und wo du eigentlich schon Schluss machen wolltest, war das Thema irgendwie, wie Terzic reagiert, wenn wir ein Tor schießen. Wo ja. Bis gestern eigentlich keine Reaktion da war. Und ich habe dann, ja, ich habe es dumm ausgedrückt, muss ich sagen. Ich habe dann gesagt, irgendwie, jetzt mal scheißegal, wie Terzic reagiert. Das war ein Fehler, weil das hat man auch an deiner Reaktion darauf gemerkt. Eigentlich wollte ich damit sagen, weil ich bin dann auch auf das Thema Watzke gegangen, eben halt, dass der Kopf von oben schon anfängt zu stinken, ja. Und die Watzke immer auf der Tribüne sitzt. Ja, ich wollte eigentlich damit sagen, ist es natürlich nicht scheißegal, wie ein Terzic reagiert. Gerade als Trainer sollte der Reaktion zeigen. Aber eben halt auch, dass ein Watzke oben sitzt und ja, ich denke jedes Mal, kann man jemand den Defibrillator holen? Der lebt doch gar nicht mehr, der Typ, irgendwie, keine Ahnung. Weil ja, ja.
Ja, das ist mir gestern auch aufgefallen. Also, das war, glaube ich, eine Szene gegen uns. Und Matthias Sammer ist am Erklären und sie haben Aufregen. Und der Watzke sitzt da, als wenn er eine Mumie wäre. Ne? Obwohl gestern also, hat er sich wenigstens mal bewegt, muss man sagen. Er hat sich bewegt. Er hat sich. Ich habe erst gedacht, irgendwie entweder sitzt da eine Puppe oder keine Ahnung. Oder ja. Wirklich jemand muss ihn reanimieren. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm nicht stimmt. Aber gestern, er hat sich bewegt. Das war schon mal viel wert. Ich hatte der Uhu ein bisschen nachgelassen, also. Nee, er hat das eine Bein über das andere geschlagen, hat gerade gewechselt. Also Bewegung war da. Bewegung war da. Svenny, du sagst es, also Beinwechsel, wichtige Position auch eigentlich, ne? Könnte man taktisch mal analysieren. Nee, ich glaube, das ist schon angekommen. Ich weiß schon, dass du mit dem ist mir scheißegal, wie der reagiert, weil du diesen Bogen zum Watzke eben geschlagen hast, ne? Weil dich das in dem Moment... Ich hab's falsch formuliert und da bist du voll drauf eingestiegen. Ja, ja. Und ich hab gedacht, oh scheiße. Nee, ach, das muss nee, ich du. Nein. Aber ich wollte das aber für mich persönlich richtig stellen, von daher... Ich find's auch gut, dass wir dann über sowas nochmal diskutieren und sowas generell nochmal mit reinnehmen, weil das ist ja jetzt auch eine Diskussions- und eine Talkrunde und ich habe zum Beispiel auch dann hinterher Kommentare so in Gänze mal gelesen, ne, fernab von uns jetzt und so. Boah, über was redet ihr denn da? Ist doch scheißegal in Summe, bäh. So, und nee, bei uns ist es anscheinend eben nicht scheißegal, weil der eine echauffiert sich über den scheintoten Watzke oben auf der Tribüne. Ich sag dann, der ist mir doch scheißegal, aber der Trainer, der muss es doch. Und andere sagen, also mir ist das, also der eine kann scheintot da oben rumsitzen und der andere kann einfach Däumchen drehend auf der Bank sitzen, ist mir alles egal. Ihr habt doch, über was redet ihr da? Ihr habt doch gar keinen Plan. Also da siehst du mal, wie unterschiedlich das ist, aber nee, cool, dass man dann drüber spricht und ganz ehrlich, ich sehe das immer noch so hier, auch gerade in so einer Runde und auch wenn man mal aneckt, ne, Niklas kann da ein Lied von singen, ist uns ja auch schon mal passiert, nicht wahr? Nicht wahr, Schnucki? Ein, zwei Mal ist es passiert, aber das Schöne ist, du gehst dir dann mal virtuell an die Gurgel und du hast mal eine Meinungsverschiedenheit und dann ist es genauso, wie Marcel das eben in der Mannschaft gesagt hat und so, dann trinkst du halt mal ein Bierchen. Ja, dann, keine Ahnung, dann kacken die sich alle an und Dirk hat es ja auch gesagt, dann kacken die sich an und dann trinkst du danach ein Bierchen und dann legst du wieder den Arm umeinander und sagst, so, jetzt haben wir uns wieder lieb. Weil genau so eine Reibung brauchst du auch manchmal. Du brauchst nicht immer Konsens im Leben, du brauchst nicht immer eine Einheit, du musst nicht immer alles, ey, ganz ehrlich, wenn wir hier nichts zu talken hätten und zu besprechen hätten, weil wir immer einer Meinung wären hier, dann kannst du die Nummer sein lassen. Ja, aber ja, wie gesagt, ich wollte das für mich einfach mal richtig stellen. Ja, nee, alles gut. Mich hat das die Tage schon beschäftigt irgendwie, habe ich überlegt. Ich finde persönlich, dass das überhaupt nicht egal ist, wie Watzke reagiert, weil wir müssen uns immer vor Augen halten, dieser Mann ist der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Ja, ja. So, das kann ich auch. Es ist im Endeffekt wie im realen Leben, wenn du zur Arbeit kommst und dein Chef guckt dich an und gefühlt nickt er nur, weil ihm gerade der Hals wehtut. So, wenn du Moin sagst, dann denkst du dir, okay, dann habe ich jetzt auch Scheißlaune. So, und dann kommt ja noch dazu, wenn du weißt, dein Chef, der hat nachher irgendwo ein Interview und dann erzählt er wieder irgendwelchen Tünnes, ne, wo du dir denkst, meine Güte, mach es doch bitte einfach nicht, wo man dann sagt, wenn dir dann sagt, wir waren ja bis zur 89. Minute deutscher Meister. Ja, so, ich war auch mal bis kurz vor Mittwoch um 20 Uhr Lotto-Millionär und dann habe ich gesehen, ich habe die sechs Zahlen nicht richtig gehabt. So, dann, das ist halt einfach, wo du dir dann denkst, dann hör doch bitte auf. Das so, dann ist kommt das super, Doom. Danke. Ich habe die ganze Zeit irgendwie überlegt, wie ich das verpackt bekomme mit einem coolen Vergleich. Du hast ihn mir geboten. Hammer. Ja, super. Ja, es ist ja halt einfach so. Also, ja, okay, wir haben bis zur 89. Minute waren wir Deutscher Meister, dann haben wir 4-1 verloren. Ja, auch scheiße. So, verloren ist verloren. So, ja. Und dann kommt ja noch dazu, wie stimmt, Werder Bremen, ne? Werder Bremen im Übrigen, ja. 88. Genau. Minute haben wir auch fast gewonnen, ja, scheiße. Genau, oder Stuttgart oder sonstiges, ne? Können wir ja viele Beispiele bringen. So, dann kommt noch dazu auch die Professionalität. Ich könnte, glaube ich, aus dem Stegreif jetzt bestimmt 20 Links hier reinsetzen oder von irgendwelchen Stadion-Vlogs, wo irgendwelche Dortmund-Spieler drin sind, wo sie dann bis 2 Uhr nachts mit irgendwelchen Streamern Fortnite gezockt haben, was sie auch machen sollen. Die sollen ja auch Spaß haben im Leben, ist ja auch okay. Aber das siehst du von anderen Spitzenmannschaften, siehst du das nicht. Also bei Bayern siehst du das nicht, bei Leverkusen siehst du zumindest nicht, dass man es an die Öffentlichkeit... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also so, die machen dann vielleicht auch alles.
Und sei mal ehrlich, ich meine, ne, wenn du da mal mittrainiert hast und jeder, der mal Fußball gespielt hat, ja, egal auf natürlich, welcher Ebene. Also machen wir uns nichts vor, ich weiß, dass Thorsten Frings und Ailton, die waren jeden Samstag betrunken im La Viva in Bremen. Siehst du? So. Aber die haben die Leistung auf den Platz genau gebracht. Genau. Also, und ganz ehrlich, unsere Truppe 2-12, die war regelmäßig Kabinenpartys und regelmäßig Pizza in die Kabine bestellen und Bierchen und die sind danach noch weitergezogen und waren in den Etablissements feiern, wo ich auch unterwegs war und so und haben sich da teilweise auch richtig einen reingestellt. Und aber die haben die Leistung auf dem Platz gemacht und die waren zusammen Genau, sie waren zusammen dort und im Erfolg interessiert es halt keinen. Im Erfolg kannst du machen, weil es funktioniert. Du solltest dir nur überlegen und du kannst auch im Misserfolg machen, was du willst, weil du bist ja immer noch der gleiche private Mensch, du bist immer noch die Privatperson. 1 Million%. Nur dann würde ich für mich überlegen, medienwirksam, mache ich es in dem Moment publik oder eher vielleicht in einer kleinen Runde. Die Rollläden sind sowieso alle runter, ne, in unserer Wohnung, damit keiner weiß, wo die genau ist und so weiter. Das heißt, mache ich das vielleicht eher in meinem stillen Kämmerlein. Das ist der Unterschied, du hast völlig recht. So, und wir leben halt im Moment in dieser Zeit, oder wir leben in dieser Zeit und diesen Weg haben dann nun mal alle Profis auch eingeschlagen, dass man absolut in der Öffentlichkeit steht, durch TikTok, Instagram, was auch immer, dass jeder Pups, der querkommt, dass der einfach rauskommt. So, dann habe ich halt einfach zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich mache es einfach so, dass es keiner sieht. Dann kann mir aber auch keiner was. Dann kann man sich einfach wirklich nur über meine Leistung unterhalten. Oder ich mache es halt wie ein Adeyemi, der sich dann irgendwie zur Schau stellt, die ganze Zeit auf Instagram. Und das ja auch noch in Zeiten, wo er überhaupt nicht performt. Und dass man dann, dass dann natürlich die Medien darauf sich stürzen und sagen, das kommt durch seine Freunde und bla bla. Das ist doch logisch. Also wie wenig muss ich denn darüber nachgedacht haben oder wie wenig Weitsicht habe ich denn in meinem Leben als Profi, dass ich solche Dinge einfach mache? Ja. Ne? So, das sind so Dinge, gerade in diesem Zeitalter. Machen wir uns jetzt vor, Mario Basler hat es ja ganz oft im Talk gesagt, er sagt, bei uns in der Mannschaft haben irgendwie 10 Leute geraucht, aber wenn der Trainer reinkam, lagen irgendwie 11 Kippen bei mir im Kältebad und bei keinem anderen. Ja. So, ne? Aber der Trainer wusste es. Da hat es aber keinen interessiert, weil es nicht rauskam. Ja, ich meine, Jürgen Klopp raucht selber. Kelly, ich weiß nicht, ob Kelly immer noch raucht, aber als unser Kapitän hat er sich damals schön die Fluppen angeschmissen, ne? Mal schön aus dem Nähkästchen geplaudert, hat er getan, aber ganz ehrlich, der ist vorweggegangen, der war Kapitän und es hat gepasst und der BVB-Fan aus Schwaben wollte eben auch noch mit einem Aber rein in das Thema, meine ich, oder? Ja, ich wollte eigentlich jetzt nochmal was zu dem Thema, wenn sich die Spiele anecken, jetzt fällt mir es gerade nochmal ein, vor dem Bremen-Spiel war es ja, wieder Zusammentreffen von Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug, weil ich es gerade sage, da hat war Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug auch gesagt, die haben sich auch öfters während dem Spiel angeeckt und so oder angegiftet, aber das war nach dem Spiel kein Thema mehr, also das, da haben sie sich gefragt, wollte jetzt nicht wieder umswitchen, so, da war der gerade in dem Thema, aber jetzt... Aber es passt ja inhaltlich trotzdem generell gut, also weil wir das eben auch hatten, dass, ja... Also ich glaube auch ein Füllkrug ist zum Beispiel so ein Typ, das hat doch irgendwie, das haben wir auf der PK, wo wir Werder Bremen PK geguckt haben, vor dem Bremen-Spiel, hat doch auch irgendwie ein Verantwortlicher gesagt, war es Clemens Fritz oder war es Ole Werner, dass sie auch nochmal durchsickern haben lassen, der war in der Kabine auch einfach wichtig, weil er einer der Lautsprecher war. Ne, siehe zum Beispiel, ich glaube, und das ist das Schlimme, so Marcel, so ein Thorsten Frings, im Übrigen, ich hatte ja auch schon die Möglichkeit, mich mit dem mal auszutauschen, auch bei einem Bierchen im Fußballmuseum in Dortmund. Super Typ, ein ganz toller Kerl. Wenn der spricht, hörst du dem zu und da widersprichst du auch nicht. Ja, vor allen Dingen, ich würde widersprechen auf einer respektvollen Ebene, weil der sehr klare Aussagen und Ansagen macht. Ne? Und vor allen Dingen, weil er eine Meinung hat. Also das mag ich halt total und in der heutigen Zeit, ich meine, warum kriegt der Mann kein Engagement? Der ist klar krachend gescheitert irgendwie bei Darmstadt als Trainer irgendwie so. Und das, was er als Trainer Engagement bisher hatte, lädt jetzt nicht unbedingt ein für weitere. Aber ich glaube, solche Typen sind heute einfach nicht mehr unbedingt die gefragtesten. Ja. Ne? Und das ist einfach super schade. Und deswegen legst du halt heute auch alles auf die Goldwaage, ne? Und es ist ja auch wenn ein Emre Can in der Kabine was sagt, also machen wir nichts gegen Emre Can, ich spiele nicht besser Fußball als er, wir alle wahrscheinlich nicht. Und er würde uns auch in der Telefonzelle schwindelig spielen. Ja, alles gut. Aber wenn der in der Kabine dann laufen und sagt, wir müssen das so und so machen, dann gucken die, müssen die sich da angucken und sagen, also der kriegt kein Bein vor das andere und jetzt will der uns hier gerade zusammenpfeifen? Weiß ich nicht. Ja, vor allem ist es ja dann auch so, wenn du, wie eben gesagt worden ist, dass der zum Trainer rennt während des Spiels, ja, und nach Lösungen fragt.
Das kriegt die Mannschaft ja so auch mit. Ja? Und dann sollen die dem als Kapitän in der Kabine zuhören. Die lachen sich doch eher über den kaputt und sagen, wenn du schon keine Lösung weißt und zum Trainer rennen musst, ja, ja. Warum sollen wir dann auf dich hören? Ja? Aber stell dich nochmal kurz zur Diskussion einmal, Dirk. Also, weil das hatte Tama vorhin mal geschrieben, schon relativ weit am Anfang, weil das passt aber thematisch gerade gut und da kann ich es gut mit einbauen. Er hat gesagt, nämlich, ich erwarte sowas auch von Jant ein Stück weit. Und das tue ich auch, weil, also, wenn es einer darf und mal irgendwie laut werden darf, oder vielleicht nicht laut, weil das wurde richtig auch schon mal gesagt, die Niederländer, die verstehen das Deutsche ja auch noch, ne? Das war jetzt vielleicht nicht so das Beste. Aber dann geht es zumindest zum Trainer, das erwartet man dann schon irgendwie von dem Kapitän, dass er sagt, pass mal auf, Trainer, hier, jetzt gib uns mal was mit, was sollen wir tun? Wir sind hier gerade ein bisschen ratlos. Das spricht natürlich auch nicht für die Jungs an sich, dass sie das irgendwie alleine geregelt kriegen, aber dafür ist ja nun mal ein Trainerteam auch da, um Lösungen mitzugeben. Und wenn das Trainerteam das nicht kann, dann sind halt alle aufgeschmissen, Spieler und Trainer. Aber es spricht auch nicht für Can, weil als Kapitän habe ich gewisse Aufgaben. Ja, aber muss er wissen, wie er die Lösung findet, taktisch unbedingt? Nee. Nein, das muss aus der Mannschaft kommen. Ja, eben. Ja. Ich finde aber schon, er muss schon. Als Fußballer, wenn du dann auch noch die Aufgabe als Kapitän hast, finde ich schon, muss er auch taktisch das ein oder andere der Mannschaft mitgeben, als Spieler auf dem Platz. Er muss nicht alles regeln, dafür ist das Trainerteam da. Aber als Kapitän finde ich, das ja auch zeigt diese Aufgabe. Dann frage ich mal ehrlich, wofür ist er sonst Kapitän? Nur um, dass er die Binde auf dem Arm hat und sagt, hier, geh du mal dahin und geh du mal dahin. Also das ist mir dann auch ein bisschen zu wenig. Ne? Ja. Ehrlich sagen. Also das mal auf jeden Fall zeigt für mich, finde ich, auch viel mehr, dass wir wenig spielintelligente Spieler auf dem Platz haben. Ne? Weil dann ist es ja eben genau das, was du sagst, Dirk, so, ey, ich weiß es selber gerade nicht. Also ich brauche als Leistungssportler, als Profi auf diesem Niveau, ich brauche die externe Hilfe, weil ich es intern nicht geregelt kriege. Das ist für mich die Quintessenz davon, was okay ist irgendwie, ja. Also, aber du brauchst zumindest ja, und das sehe ich auch so, vielleicht mal 2, 3, 4 auf dem Platz, auf die du dann hören kannst, weil die sagen, pass mal auf, das und das und das machen die gerade und so könnten wir es vielleicht umspielen oder lösen oder whatever. Also das musst du auch auf dem Platz regeln und das sagt Marcel ja auch, das musst du vielleicht auch als Mannschaft mal regeln können. Können wir aber scheinbar nicht, weil sonst würdest du nicht irgendwie verzweifelt Richtung Trainer, Hilfe, Hilfe. Und das ist ja zum Beispiel was Kevin Großkreutz so ausgemacht hat zu seiner Zeit. Dass der jetzt natürlich nicht der Filigran-Techniker und Superfußballer war und ist, ist klar, ne? Also bei einem Rabona hat er wahrscheinlich auch anders ausgesehen als ein Jadon Sancho oder Ousmane Dembélé, sag ich mal, ne? Aber das hat der Klopp ja immer gelobt, an ihm explizit. Dem hast du gesagt, pass mal auf, das und das und das habe ich vor. Ja, der hat sofort verstanden. Der hat umgesetzt, der hat selber gesehen. Und das ist diese Spielintelligenz einfach. Ja. Die hatten ein paar Jungs damals bei uns, auch ohne Trainer, und heute scheinen sie es gar nicht mehr zu haben. Bei Kevin Großkreutz wusstest du aber auch, versucht einer bei ihm den Rabona, klappt das einmal, beim zweiten Mal fehlt ihm das Bein. Ja. Ne? Ist das eigentlich klar, dass das zwischen Can und Terzic war? Weil ich habe das Spiel via Sky Austria 2 geguckt und die haben davon geredet, dass Reus wohl sich an Can gewendet hat, von wegen, ey, wie kriegen wir wieder Kontrolle rein? Weil da hat Reus gesagt, wir brauchen Kontrolle und Ruhe. Ja, weil die Variante, gut, dass du es reinbringst, Undertaker, weil die Variante habe ich auch mitbekommen, dass es eigentlich ein Gespräch irgendwie zwischen Can und Reus gewesen sein soll und gar nicht Can. Aber gut. Ja, dass Reus, bevor er überhaupt eingewechselt wurde, sich an Can gewandt hat, irgendwie, wie kriegen wir wieder Kontrolle ins Spiel? Wo ich gedacht habe, was zur Hölle? Ja, aber auch die Aussage, ich glaube Ende erster Halbzeit war es, da hat Edin mehrmals geschrien, was hat er noch gesagt? 4. Ich habe gesagt 4. Ihr müsst mir zuhören. Ja, aber das wird doch schon schwierig, in einem sehr lauten Westfalenstadion in-game zu sagen, ihr müsst mir zuhören. Also das machst du doch vorm Spiel, in der Halbzeit. Also obviously hört dir in einem Spiel... Oder hol dir einen ran. Oh, genau, oder hol dir einen ran. Aber in einem Spiel hört dir doch keiner zu. Also nicht, weil du Terzic bist, sondern generell nicht, sorry. Ey, vor allem generell...
Vor allen Dingen generell, das hat Neururer mal vor Monaten irgendwie bei Sport1 gesagt irgendwie. Da haben sie auch darüber geredet und auch wie das bei Corona war, dass ja auf einmal alles hörbar war und so weiter. Und da hat Neururer gesagt, ey, wenn ein Spieler mir während des Spiels zuhört, das ist alles nur fürs Publikum. Wenn ein Spieler mir zuhört, ich hau dem eine. Der hat links und rechts hat der eine sitzen, sagt er. Sagt er, der hat während des Spiels, hat er sich aufs Spiel zu konzentrieren und nicht auf mich. Ja. Ja. Im Spiel hat er sich aufs Spiel zu konzentrieren und nicht auf mich. Ja. Kann man mal so stehen lassen als Aussage, ne? Ich wollte jetzt nochmal kurz auf das Spiel gestern zu sprechen kommen. Ja. Und zwar, ich muss dann ja mal, ich bin ja eher so ein Terzic-Kritiker, aber da muss ich mal eine Lanze an ihm brechen. Ich fand die Auswechslung gestern eigentlich schon sehr, sehr smart an der Stelle. Schwabe? BVB Schwabe? Ja, ich habe ihn gerade gemutet, ja, weil da gerade die, genau, also, genau, ich hab ihn gemutet, weil, also, ich habe ihn bei mir gemutet, weil da die Rückkopplung da war, genau. Mhm. Ist sie bei euch auch, oder was? Ja, die war bei uns auch. Die war da, ja. Okay, also, wenn das gleich irgendwie, wenn das in den Griff bekommt oder so, dann sagt Bescheid, dann kann ich ihn wieder entmuten, aber wegen dieser Rückkopplung hatte ich gerade mal auf stumm geschaltet, ja. Genau. Kann ich da noch kurz reingrätschen? Natürlich. Warte, die war noch nicht fertig. Also, wir kennen uns, lieber Adlerauge. Lass mal eben noch mal eben den Svenny zu Ende. Der wollte gerade mal Terzic den Rücken stärken. Das kommt hier viel zu selten vor. Dann lassen wir ihn das mal eben tun. Und dann darfst du selbstverständlich gerne mit reinkommen. Also Svenny, let's go. Wie gesagt, nochmal. Ja, das kommt wirklich sehr selten vor, aber diesmal muss ich das wirklich tun, weil ich es persönlich schon sehr überraschend und auch irgendwie positiv fand, wie er dann einen Brand runtergenommen hat und einen Metscher rein und einen Malen raus und einen Adeyemi rein. Da habe ich jetzt eher wieder erwartet, er wird jetzt einen Wolf oder sowas wieder einwechseln. Ja, also das wollte ich jetzt nur mal so am Rand erwähnen. Aber fandst du, also... Jetzt haben ein paar Leute reingeschrieben, nochmal, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, weil auch wieder Stadion und so. Donny war halt gefühlt so unser bester Mann. Hat er den wirklich rausgenommen, weil er platt war? Ich glaube, dass der schont den für Frankfurt. Also so blöd, wie es klingt. Und das Schlimme ist, Donny war der beste Mann und gefühlt sah der gestern so aus, als hätte der gar keine Lust, wenn man den teilweise in Großaufnahme eingefangen hat. Hat der immer irgendwie so gefühlt, als hätte sich ausgesehen, als würde der gleich anfangen zu weinen und trotzdem war der Bock stark. Ja, das ist wahr. Donald, mach nochmal eben. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er sich ein bisschen geärgert hat, dass er kein Tor geschossen hat. Ja, das war der Punkt. Halt. Das war der Punkt, du hast recht. Also, das hast du auch, ich habe nochmal Wiederholung gesehen. Gerade bei seinen Abschlüssen, und er hatte ja irgendwie 2, 3, 4 relativ vielversprechende, wo durchaus was hätte resultieren können. Da hast du schon gesehen, dass er sich sehr geärgert hat, gegen seinen Ex-Club nicht genetzt zu haben und gegen quasi die Landsleute. Auf jeden Fall. Adlerauge, dich wollte ich auch mit reinholen. Du hast eben angesetzt. Schön, dass du am Start bist. Ja, danke. Ich habe jetzt eine ganze Zeit dazugehört. Und wollte generell nur sagen, also ich habe das Spiel ja auch verfolgt, allerdings über das Netradio, also eine ganz andere Komponente. Oh ja, wie war es denn bei Nobby und Co.? Sehr spannend, also Nobby und Co. sind ja sonst immer, also in der meisten hier für uns, ne? Ja. Die erste halbe Stunde waren die auch begeistert, da haben auch Nobby gedacht, was ist denn da los, wie schlingeln wir, das ist ja völlig neu in dem Prinzip, ne? Mhm. Und in der zweiten Halbzeit... Es waren keine 3 Minuten gespielt, da gab es halt die Chance nochmal und dann ist ja alles praktisch eingerissen. Ja. Und selbst die beiden, gerade Boris, war sehr enttäuscht und zippelig. Also er hat dann ganz oft gesagt, dass es ein Rückfall in ganz mögliche Zeiten ist und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir den Ausgleich kassieren. Und auch Nobby hast du öfters mal über die Außenmikrofone finden gehört, wo er nicht dabei war, aber das hört man dann ab und zu mal, wenn das dann verdient nicht schlimm scheiden. Also man schaut, was spielt ich für Scheißdreck. Oh, ja, das sagt nämlich auch gerade Colorado Quiek im Twitch-Chat, schreibt da rein, Nobby war extrem kritisch in der zweiten Halbzeit, das stimmt. Ja. Ah, wow. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Habe ich bei ihm so noch nie gehört, aber das war wirklich, der war wirklich Puls auf 180 gefühlt. Also das war schon sehr, sehr interessant.
Ja, das ist super, dass du die Komponente auch nochmal mit reinbringst, weil es ist ja, wie gesagt, eigenes Vereinsmedium eigentlich noch, ne? Ja, ja, das ist ja das Spannende daran, ne? Die sind ja immer so ein bisschen, ne, logischerweise auch, aber in dem Fall waren die beide nicht so, wie man das sonst kannte. Also sehr kritisch und auch wirklich eine gewisse Note, wo man sagt, oh, das ist ja mal was ganz Neues. Ja, und da sagt das jetzt, gut zu hören, das war schon spannend. Sagt nämlich der Martin auch gerade nochmal, also wenn Nobby schon kritisch ist, dann ist aber Polen offen. Naja, ja. Kann man nur so genauso bestätigen, ja. Ja, Undertaker? Ja, bei mir war gestern anders, weil ich habe das ja die Tage Sonntag auch schon gesagt. Irgendwie, normalerweise gehe ich an die Spiele ran und Hauptsache keine Vollkatastrophe. Und du jubelst im Hintergrund, ich habe dich im Hintergrund auf dem PC anguckt, das über Fernseher und denk mir so, ja, schön, dass er sich beim 1-0 freut. Ja, mal schauen, ne? Oder auch beim 2-0. Du gehst hier voll ab im Stream, ich krieg das mit und denk so, ja, wenn ich mich mal so freuen könnte. Gestern Abend war ausnahmsweise mal irgendwie, oder was ist ausnahmsweise, ich hoffe, das bleibt dabei. Es ist wirklich mittlerweile, ich habe seit langem mal wieder Emotionen und vor allen Dingen positive Emotionen ja. gehabt. Ich hab Fanlieder mitgesungen, während im Stadion die Hölle los war und alles. Ey, ich bin richtig mit drin gewesen. Auf einmal wieder. Keine Ahnung warum, aber es hat einfach guter Fußball war. Ja, es hat mega gut getan. Ja. Ja, das ist die Erklärung, weil das war ja auch mitreißend. Also, sorry, wir haben ja eine so kurze Zündschnur, wir BVB-Fans. Du musst ja nur einmal irgendwas machen, wo du so ein bisschen angefixt bist und zack, bist du wieder da. So, und ich meine, gerade bei dir auch, ne, wenn ich mich jetzt an die letzten Male erinnere, so, nee, irgendwie nicht. So, und auf einmal bist du wieder da, ne? Wie du jetzt auch gerade noch so sagst, ja, boah, krass. Ich meine, ganz ehrlich, wo zum Beispiel das Spiel gegen Bremen war, kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. In der Halbzeitpause war ich ja auch mit drin. Alle geben hier ihre Tipps ab. Ja, 2-1, 3-1, irgendwie auch ein 3-0 wurde genannt. Und ich als Einziger nenne 2-2. Ich habe mich, einerseits habe ich mich richtig geschämt dafür. Weil wieso gehe ich auf ein Unentschieden, weißt du? Ja, ja. Das hat einerseits richtig wehgetan. Aber andererseits habe ich gedacht, ja, aber die Realität hat in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, es läuft meistens so. Ich meine, dass wir nicht unter Umständen noch eine Niederlage kassieren, habe ich gedacht. Ey, das ist schon das höchste der Gefühle. Wenn wir das hinkriegen, dass wir nicht verlieren. Weißt du, weißt du, was einer neben mir gesagt hatte? Und da war ich, also, da wirst du dich dann eigentlich normalerweise wiedererkennen. Eigentlich müsstest du dich da jetzt wiedererkennen, so aus den letzten Wochen. Wir hatten so einen Typen neben uns stehen, der sich auch voll gefreut hat. Also gerade bei diesem 1-0 von Jaden. Weil dritte Minute, weil ganz am Anfang, weil du geil reingestartet bist, da war richtig Feuer drin, Bierdusche all over. Also ich finde es nur immer schade, das gute Bier einfach wegzuschütten. Ach Mensch, trinkt es doch lieber. Aber naja, aber sei es drum, ne? Die Bierdusche, die gehört ja auch dazu und gib ihm und wir haben uns alle klatschnass umarmt und jawohl, geil. Und dann hast du aber einen Typen da stehen gehabt, der war dann auch so, der hat sich voll mitgefreut und dann sagt er, das Problem ist, und auf einmal war der so stocknüchtern in der Betrachtung, weil ich glaube, der war auch nicht betrunken, aber stocknüchtern in der Betrachtung, der hat so ganz kurz umgeswitcht und sagt so, das Problem ist, das kippt doch nachher sowieso wieder, das halten wir doch niemals durch. Und genau so ist es ja leider gekommen. Also genau dieser Realismus, den du angesprochen hast, Undertaker, der kam von ihm auf der Tribüne neben mir auch und er sagte, boah, geil, ja, ja, geil. Ja, Problem ist, das kippt ja gleich wieder. Und so, also so von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt in 2 Sekunden. Ja, das muss ich mir auch eingestehen. Ich war zeitgleich, während das Spiel lief, war ich erst am WhatsAppen, dann später bei Discord einfach nur am Schreiben mit jemandem. Und da habe ich auch gesagt, ja, sag ich, die Frage ist nur, wie kommen wir aus der Halbzeit raus? Ja. Sag ich, das ist das Problem. Weißt du, das war dann schon wieder so ein bisschen niederschmetternd, aber ich habe gedacht, nee, scheiße, ich will heute Abend mal positiv bleiben. Bis jetzt war es eigentlich ganz nice. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also, das war cool, gestern mal wieder zu sehen. Man kann das Stadion und guck mal, das geht dir so, das geht mir so, das geht einigen hier so. Und im Stadion war es, wie gesagt, auch greifbar. Auf den Sitzplätzen, auf den Stehplätzen komplett, also wirklich die komplette Süd weg. Das ist eins der krassesten Stadien ever, wenn wir alle gemeinsam ausrasten. Meine Fresse, was war das laut? Einfach geil. So, das war, also, sorry, wisst ihr, was so ein Gedanke war, als es gerade so laut war? Also zum einen habe ich Multitasking betrieben, weil ich gegrölt, gesungen, gehüpft und sonst was gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht so, ey, ich habe so das Gefühl,
da sind doch bestimmt auch Spieler bei, auf der Bank oder jetzt auch auf dem Platz gerade, die diese Lautstärke so häufig noch gar nicht miterlebt haben. Und das muss doch, also ey, wow, wenn die dir so die Ohren wegscheppern auf dem Platz, dann musst du dir doch denken, boah, krass, Digga, was ist das für ein Powerverein, wo ich hier bin? Also spätestens das musste doch eigentlich, ja, Antrieb hoch 100 geben, eigentlich. Also ja. Ein guter Kumpel von mir war gestern das erste Mal im Stadion, so, der hatte mich gefragt und dann konnte er hin und dann, er stand auch auf der Süd und er hatte wohl jemanden neben sich, der ein typischer Ruhepottler Dortmunder war und der sagt, hätten die damals so unter Tage gearbeitet, wäre dem nach jedem Schlag die Axt abgebrochen. Und dann hat er mir geschrieben, sind die wirklich so einfach gestrickt hier, die Fans? Sind die wirklich so einfach zufriedenzustellen? Also er ist halt auch ein großer Dortmund-Sympathisant und er wollte sich unbedingt mal angucken. Und er sagt, eigentlich ist es doch ganz einfach für euch. Und eigentlich hat er auch recht, er sagt, was wollen die denn? Kämpfen und das, was sie können, einfach zeigen. Wer will doch gar keiner. Ja. Er sagt, ihr will doch gar keiner Hummer und Kaviar. Er sagt, die wollen eine Wurst, die wollen geilen Fußball sehen und die Leute müssen dreckig sein danach. Ja, und also wie gesagt, nur dreckig sein, also es ist mittlerweile schon, ich glaube, das hat sich so ein bisschen auch verlagert, wenn wir ehrlich sind, ne? Ich glaube, das gehört auch zu weit und das ist ein guter Übergang zu einer Chatfrage, die vorhin mal kam. Da hat sich nämlich einer gewünscht, ob wir mal kurz abreißen und anreißen können, was wir uns zum Beispiel fürs nächste Jahr wünschen, inhaltlich. So. Und das geht ja genau in die Richtung. Ne? Also unterschreibe ich dir so, das zeigen, was eben wirklich möglich ist, also sein Maximum abrufen, so. Dreckig sein dabei, alles raushauen. Aber ich glaube, es ist doch mittlerweile so, es gehört auch ein Stückchen, für mich zumindest zur Wahrheit, wenn ich jetzt nur noch dreckige Leute hätte, also Markus Brenzka, Marc-André Kruska, Philipp Degen und Ahmed Madouni, ja, die sind alle hinterdreckig, wunderbar. Vergesst mir Jan-Derek Sörensen nicht und Co. Ja gut, dann, dann haben die alles gegeben und sind super dreckig. Und Borussia Dortmund in 2024 Kasala, Tal abwärts irgendwie. Ich glaube schon auch, dass man mal einen Rabona sehen will, dass man den Jadon Sancho wirbeln sehen will. Ich glaube, man will auch schon ein bisschen Zunge schnalzen. Ne? Der BVB hat sich schon auch so ein bisschen unterhalten. Ne? Man reicht hier mal das Popcorn. Sei mal ehrlich, also so ein bisschen unterhalten werden willst du auch, oder? Oder seht ihr das anders? Wollt ihr wirklich mal Loche? Aber man braucht so den Mix aus beiden doch, oder nicht? Ja. Du brauchst die Kombi. So, das ist, wie du schon sagst, ne? Man will die Currywurst, aber man reiche mir auch das Popcorn oder auch gerne mal den Sekt. Einfach jetzt mal, ne? Ja, ja, ja. Ganz blöd gesagt. Und vor allen Dingen muss das in der Konstante passieren. Ne? Also, du spielst irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuten die Sterne vom Himmel gegen PSV, dann denkst du ja zurück, du denkst ja an die schlimmen Momente und denkst dir, scheiße, ja, stimmt, wir haben schon viele gute Spiele gemacht, aber irgendwie haben wir dann auch mal. Dann haben wir 3 Tore gegen Bremen kassiert, dann haben wir in Stuttgart, dann haben die uns rasiert. Und im Endeffekt, glaube ich, muss man sich doch einfach nur mal vor Augen führen, wie du schon sagst, wenn dieses Stadion, ne, dann, wenn das explodiert, dann platzen die Mikrofone. Und wenn das dich nicht von selber trägt und du da nicht irgendwie nochmal 2 Klassen stärker spielst, in FIFA-Sprache irgendwie nochmal 5 Punkte und einen Sterneskill mehr kriegst, ja, dann weiß ich nicht. Also dann hast du doch alles falsch gemacht. Das ist doch eigentlich richtig. Das, was man will. Eine Ergänzung und dann kommen wir auch zu Frankfurt. Auf jeden Fall kommt nämlich gerade die Bitte, ob wir dann auch vielleicht ein bisschen Ausblick machen können. Das machen wir auf jeden Fall jetzt heute dann auch im Discord mit. Aber eine Ergänzung noch von Velodrome, von dem kam nämlich eben die Frage, ob wir das mal so ein bisschen abreißen können, was wir eigentlich sehen wollen. Also mal so ein bisschen skizziert. Und ich finde, das haben wir schon mal getan. Ergänzende Frage, meint ihr, also an uns alle hier im Discord auch gerichtet und auch an euch im Chat, ne? Auch ihr könnt Velodrome auf jeden Fall gerne antworten. Meint ihr, dass das von der Vereinsführung aus so klar ist und so kommuniziert ist? Weil er hat den Eindruck, eher nicht. Ich schließe mich an und sage eher nicht. Ich glaube auch eher, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte sagt oder was die rechte macht. Ja, ja. Die Einheit fehlt. Also ja. Eine klare Sprache ist noch nicht zu erkennen. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass es eine klare Sprache gibt, dass jeder weiß, was geschieht. Und nur so kann es vorwärts gehen. Ja, glaube, also dass wirklich so, ganz klar so, ist, ne? Ich glaube, man hat so irgendwie ein Problem wie Bayern letzte Saison, nur in einer kleinen Light-Version.
Inwiefern meinst du? Dass man irgendwie Baustellen hat, dass man sich da was von verspricht, aber irgendwie alle aneinander vorbeisprechen gefühlt. Weil, ne, also letztes Jahr habe ich so das Gefühl gehabt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kahn und Salihamidzic jetzt keine Kompetenz hatten, aber irgendwie hat da alles aneinander vorbeigesprochen und das hat irgendwie zu einem riesen Chaos geführt. Und so kommt es mir gerade auch vor. Ja, die haben ihr eigenes Ding gemacht. So, ne, also ich, wenn ich manchmal Kehl so höre, dann denke ich, ja, der glaubt absolut an die Mannschaft und dann weiß ich nicht, ja, guckst du dir drei Watzke-Interviews an, der erzählt dann irgendwie, also der, für den hat ja dieses Jahr scheinbar noch nie die Sonne geschienen. Ja, aber da werden wir dann auch wieder, hat sie anscheinend wirklich nicht, weil strahlt er zumindest auch so aus und so sieht er dann auch aus, ne, auf der Tribüne. Genau, das ist halt so, das wirkt nicht abgesprochen, also das wirkt nicht an einem Strang, das wirkt nicht so, als würde man an einem Strang ziehen und ich glaube, da ist zum Beispiel auch die ärmste Sau, der sich immer für irgendwas rechtfertigen muss. So, und dann auch irgendwie mittlerweile ja alle auch auf ihn drauf. Ey, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, der muss im Sommer gehen. Aber er ist ja im Endeffekt auch dann so immer so ein bisschen die ärmste Sau, die kann er jetzt ja gar nicht mehr aus seiner Haut fahren, das wird ihm ja keiner glauben. Ja, ja. So, wenn der jetzt plötzlich der HB-Männchen wird und B, was soll er denn anderes machen, außer sich den beiden anzuschließen? Er ist ja gar nicht mehr in der Position, da irgendwie was gegen zu machen. Ja, das hatten ja alle Trainer außer Klopp, das Problem, ja. Genau, das ist das, hatten alle außer Klopp. Klopp hatte diese, ich sag mal, diese Kompetenz, er konnte praktisch machen, was er wollte. Watzke hat ihm aus der Hand gefressen, sozusagen. Ne? Alle anderen, die danach kamen, hatten immer das Problem, dass sie nicht diese, Freiheit hatten, weil das Vertrauen irgendwo, wie auch immer, nicht so da ist, weil die alle in Klopp 2.0 wollten und das ist total schwach. Das ist das ja, große Problem, was ich sehe. Ja, das ist so die Sache irgendwie, ich vergleiche das immer in letzter Zeit gerne irgendwie damit, so eine Liebesbeziehung zwischen Klopp und Watzke irgendwie und Watzke ist 9 Jahre später immer noch nicht drüber hinweg. Ja. Das ist es. Ich meine, das ist natürlich auch ein Maßstab gewesen und das habe ich eben auch nochmal von Colorado Quick im Twitch-Chat gelesen, so diese Zeit und dieser Fußball und auch dieses, wie wir uns nach außen präsentiert haben, nach Außengeschlossenheit, nach Innengeschlossenheit, das war ja auch wirklich so, wenn wir uns an diese Watzke-Geschichte, an die Anekdote erinnern, wie er erzählt hat, wie er da quasi mit Kloppo am nächsten Morgen aufgewacht ist, da auf diesem Baustellenwagen oder was, ja, und dann irgendwie da durch die Gegend getorkelt ist und sich erstmal ein Taxi geholt hat und tralala und so, das war ja auch so. Und das ist ja auch ein Träumchen, ist nur halt einfach vorbei und jetzt muss man sich professionell dem widmen, mit dem man da momentan zu tun hat und nicht künstlich versuchen, das wieder aufrechtzuerhalten. Aber ja, also um das abschließend zu sagen, Velodrome, ich glaube, deine Frage ist auf jeden Fall ausreichend beantwortet. Ich glaube, wir glauben zu weiten Teilen nicht, dass man sich so einig ist. Man muss es werden, um wieder zu erfolgreicheren Zeiten zu kommen. Und apropos erfolgreichere Zeiten, die können wir dann am Sonntag gegen Frankfurt hoffentlich weitermachen. Das ist nämlich unser nächstes Spiel. Sonntag 17:30 ist auch so, ja, danke. Für mich so relativ undankbar. Leipzig im Übrigen startet ja morgen unser direkter Konkurrent in den Spieltag und wir beschließen ihn. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nachziehen, je nachdem, was Leipzig da morgen macht. Und ich werde mir das im Übrigen im Müngersdorfer Stadion auch mal zu Gemüte führen. Bin vor Ort, habe mir ein Ticket geholt mit einem Kumpel. Gucken wir mal ein bisschen Leipzig live. Ich will das wirklich mal sehen. Ich will wirklich mal sehen mit dem direkten Vergleich Champions League, Heimfußball, BVB und Leipzig Fußball auch live, um das mal so ein bisschen besser einschätzen zu können. Und wir dann eben gegen Frankfurt. Und interessant ist, ich war vorhin noch eine Kleinigkeit futtern, ja, und das habe ich auswärts gemacht, weil ich unterwegs war bei einem Dreh und dann direkt von da aus mehr oder weniger hier hingefahren bin ins Studio. Heißt, ich habe noch schnell was gegessen. Am Tisch neben mir saß ein Mann, hat auch was gegessen, soweit nichts Besonderes. Dieser Mann hatte einfach eine Eintracht Frankfurt-Jacke an. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen und habe gesagt, so hör mal, so als Frankfurter, ich Dortmunder, wie ist denn so die Gemengelage? Wie ist die Gemütslage? Was errechnest du dir? Wie sieht's aus? Erzähl mal ein bisschen. Dann sagt der Dortmunder, ne? Ich so, ja, genau, ich oute mich hier, Dortmunder, wir treffen jetzt am Sonntag aufeinander, erzähl mal. Dann hat er erstmal gesagt, also, ich hoff's natürlich, aber ich rechne mit gar nichts. Und dann war ich so, boah, also Frankfurt tun wir uns ja immer irgendwie schwer. Dann sagt er, ja, auswärts, also sprich bei uns zu Hause, ja, bei euch eigentlich gar nichts. Und dann hat er mal die Statistiken ausgepackt, so die letzten direkten Aufeinandertreffen
und dann irgendwie immer 3-1 BVB, 4-0 BVB, 2-0 BVB, 2-1 BVB, 3-1 BVB, 4-1 BVB und ich so, alles klar, wow. Also es war mir gar nicht so bewusst, dass wir die zu Hause regelmäßig weggeschossen haben durchaus. Und jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen was für euch, ein paar Fakten zum Spiel und dann können wir da nochmal drüber sprechen, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder sonst irgendwas, ja. Nee, meine Frau ist, ja genau, also weil die Frau im Urlaub ist und du nicht kochen kannst, nee, ich war nur zu faul und ich war unterwegs, genau, deswegen bin ich auswärts essen gegangen. Grüße an meine Frau, ja, ich freue mich, wenn du wieder da bist. So, Borussia Dortmund feierte gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga 49 Siege, ja, und schoss dabei 197 Tore, beides Höchstwert für den BVB. Das heißt, gegen Frankfurt könnte man jetzt mal das erste Mal das Team sein, der BVB sein, der 50 Siege feiert und 200 Tore schießt. Ja, das ist also auch schon mal spannend. Borussia Dortmund ist seit 5 Bundesligaspielen gegen Frankfurt ungeschlagen, 4 Siege, ein Unentschieden und verlor nur eins der letzten 14 Bundesliga-Duelle mit den Hessen, nämlich beim 1-2 im April 2021. Und zu Hause, jetzt kommen wir nämlich genau dazu, gewann der BVB sogar 11 der letzten 12 Bundesligaspiele gegen Eintracht. Nur eine Niederlage. Also, statistisch brauchen wir eigentlich gar nicht hingehen, haben wir nämlich schon gewonnen. Wie seht ihr es denn, Adlerauge? Wie siehst du es? Ja, also ich habe ja einige Spiele auch mitverfolgt. Ich weiß noch, ich habe das letzte Spiel vor Corona zu Hause geguckt. Das war ein Freitagabendspiel, da haben wir auch 4-0 gewonnen. Dann kam Corona und also ich bin, was Heimspiele betrifft, gegen die Eintracht immer generell positiv gestimmt. Weil wir da einfach das schaffen, gerade einfach eine Auftreten zu legen. Wir hatten da, wie es jetzt ist, weiß man nicht, aber wir hatten den Mut, wir hatten den Biss, wir haben auch einfach mal nachgelegt, dass das uns jetzt öfters mal fehlt. Aber wir haben uns vom Start anstecken lassen. Also wenn ihr euch an das Spiel erinnert, das war noch vor Corona, das war 20 im Februar oder so. Und das Stadion ist wirklich explodiert, aber auch die Spieler haben das eben rübergebracht. Ne? Das ganze Stadion hat gezündet, wie du schon sagst. Und das nicht nur eine halbe Stunde, sondern über das gesamte Spiel. Ja, und das ist das, was uns jetzt ja generell so ein bisschen fehlt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, mein Tipp ist übrigens 4-0. Oh ja. Das lese ich auch gerade im Chat. Im Übrigen, Frankfurt wird in den Boden getrampelt mit Schwung von Champions League 4-0, ja. Das war, wie gesagt, mein genereller Tipp. Weil ich einfach glaube, dass wir das Spiel gewinnen müssen, mit allem, was in uns ist. Und ich glaube auch, dass dieses Weiterkommen in der CL, das gibt ja auch nochmal, kann auch nochmal einen gewissen Boost geben, weil du hast jetzt nochmal mehr Einnahmen, du kannst Millionen bekommen, du kannst das im neuen Jahr sinnvoll investieren. Das kann viel ausmachen. Ich glaube auch, dass wir am Ende der Saison eine große Kaderumstrukturierung haben werden. Ja, wenn wir Aki Watzke glauben, dann nein. Ja, aber Watzke ist ja dann nicht mehr verantwortlich, wenn es danach geht. Also, ja, okay, aber der Schatten Watzke, der ist doch bestimmt noch da, oder? Meinst du nicht? Ja, aber von der Aussage her ist er ja sportlich raus. Ja, müsste er dann sein. Das heißt ja auch in der Theorie. Ist das Uli Hoeneß nicht auch bei Bayern? Ja, ja. Und trotzdem. Ja, eben. Ja. Also sowas wäre im Endeffekt dann bei uns dasselbe. Ne? Der ist zwar in der direkten Verantwortung raus, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen dann wird wie bei den Bayern mit Uli Hoeneß. So im Hintergrund immer noch so ein bisschen, ja, dass er immer noch das Sagen hat, so ein bisschen. Ja, das kann ich auch vorstellen. Auf jeden Fall so ein bisschen einen Rat einholt oder bei ihm nachfragt oder so, ja. Also so ein Uli Hoeneß 2-0, sagen wir mal so, ne? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das hoffe ich aber in der Form nicht, weil ich finde, die beiden kann man miteinander in der Form gar nicht vergleichen. Das passt überhaupt nicht. Also der Watzke hatte seine Zeit, das ist alles super und zum Teil auch gut gewesen in den letzten 10 Jahren, das war mal in dem Mal das Schweigen drüber. Aber ich glaube einfach, er hat den, wenn er so, wie er das geäußert hat in der PK und wenn das ehrlich ist, was er sagt, ja, dann sollte er einfach auch sagen, ich tritt zur Seite und ich gucke das von außen und mache nichts mehr. Also schön wäre es, wenn er wirklich die Leute dann in einer neuen Funktion machen lässt. Hat er ja so gesagt. Ja, genau, gesagt hat er das so. Jetzt muss er dem natürlich dann auch Taten folgen lassen, weil ich sag mal so, mir haben Leute von Borussia Dortmund auch Dinge gesagt und sie haben sich nicht dran gehalten. Von daher,
Taten größer als Worte. Wir werden es sehen. Su, genau. Du bist jetzt auch noch mit in der Runde. Erstmal schön, dass du am Start bist. Und dann hole ich dich doch direkt mal mit ab. Frankfurt, Sonntag, was sagst du denn? Hallo, guten Abend erstmal in die Runde. Abend. Hallöchen. Abend. Frankfurter spielen genauso unkonstant wie die Dortmunder gerade. Dadurch, dass ich ja hier in Hessen wohne, also gerade ums Eck, ich viele Freunde habe, die Eintracht-Fans sind und so weiter. Wir diskutieren ja auch oft. Und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Ich denke mal schon, dass wir gewinnen. Ich sehe halt auch den Trainerposten bei Eintracht Frankfurt nicht ganz so konstant. Also der Topmüller macht vielleicht einen guten Job, aber der kriegt die Spiele halt auch nicht in den Griff. Also was die manchmal für eine Grütze zusammenspielen, ist genau wie Dortmund. Also es erinnert, oder ich sag mal, gibt es viele Parallelen, dass die halt, ich sag mal, gegen Heidenheim da auch verkacken oder da gegen Bochum und so. Also das ist schon echt auch, da gibt es viele Parallelen, sage ich jetzt mal so. Und aber ich denke schon, dass wir, wenn wir halt mit so viel Elan wie in den letzten, wie gestern in den ersten 30 Minuten spielen, dann können wir sie auf alle Fälle schlagen. Und ich hoffe das auch. Und ich habe das auch gestern, also ich war ja in Hannover, deswegen konnte ich es ja auch nicht gucken, sondern hatte auch nur das Netradio an und das war mega krass. Also was Nobby in der zweiten Halbzeit geschimpft hat, das geht auf keine Kuhhaut. Also wir wissen ja alle... Hat er mir Konkurrenz gemacht? Bitte? Hat er mir Konkurrenz gemacht? Er hat ja absolut Konkurrenz gemacht. Also ihr wart auf einer Stufe, muss ich Nobby sagen. Nobby! Klasse, ja. Mensch! Und auch Boris Ruppert sieht das ja immer relativ neutral. So ein bisschen, er ist zwar BVB-Fan, aber er gibt halt auch mal so ein bisschen Kontra. Ja, er ist ja auch unser Statistik, Boris, ne? Ja, genau. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die erste 30 Minuten so am Sonntag so spielen, dann hauen wir sie weg. Aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe einfach die Mannschaft nicht. Oh, 5-1 Liverpool gegen Sparta. Okay. Ja, die schießen die völlig weg, ne? Also, aber da kannst du es auch wieder sehen. Da stand es doch irgendwie nach einer Viertelstunde schon 4-0 für Liverpool, ne? Ja. Zack. Okay. Ja. Einmal Stecker ziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich sehe nach wie vor, dass wir keine Führungsspieler auf dem Feld haben. Und wenn dann Emre Can der Kapitän ist und eigentlich der verlängerte Arm vom Trainer nicht weiß, was er eigentlich tun soll, wenn die angelaufen werden von PSV und er findet keine Lösung, dann muss er sich mit ein paar Spielern zusammentun und dann müssen die eine Lösung finden. Das verstehe ich einfach nicht. Und der Trainer muss es von außen sehen, der muss gucken, wie kriege ich das in den Griff, dass die halt eben da wirklich wieder das Spiel an sich reißen. Denn die haben ja nach der 30. Minute komplett wieder das Spiel aus der Hand gegeben. Und ich verstehe es einfach nicht. Wirst du nicht, könnten wir eine Doktorarbeit drüber schreiben? Versteht keiner, genau. Ich habe 50 graue Haare mehr. Ja. Da kommt noch mehr dazu. Aber hoffentlich eben nicht am Sonntag, ne? Aber das hat Rob Chang auch gerade eben in den Chat geschrieben. Und erstmal an Mut Karl Grüße. Zum ersten Mal gechattet bei Twitch. Dafür lieben Dank. Gehen wir gleich drauf ein. Genau. Stimmt. Wenn wir nur bis zur 89. Minute führen, haben wir gewonnen, egal wie es danach ausgeht. Ja, also Grüße Richtung Aki Watzke geht raus, ja. Habe ich schon verstanden. Und danke auch fürs Abo auf Stufe 1 auf Twitch. Danke und Kuss. So, aber Rob Chang hatte gerade gesagt zu Frankfurt, um dazu zurückzukommen, dass sie so ein bisschen konstant besser werden. Also zumindest mal die letzten beiden Bundesligaspiele unterstreichen das ja. Weil, ne, das wissen wir ja leidlich selber, in Heidenheim musste erstmal gewinnen. Am 24. Spieltag 2-1 Auswärtssieg die Frankfurter. Und jetzt überzeugen der zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen, was du ja auch erstmal machen musst, nicht wahr? Maxi Bayer hatte da bei uns was gegen. Und ein sehr starker Mario Götze. Aber Überzahl. Nach Mainz 1 gab es. Ja, gut, aber das heißt ja nichts. Wenn wir Überzahlsituationen haben, dann. Aber doppelte. Ach, doppelte. Okay. Aber doppelte Überzahl. Ich meine, das wäre doppelte Überzahl gewesen. Ich wollte es mal reinwerfen, nur so. Also, ich sehe auf jeden Fall, dass Brooks rot gekriegt hat. Ja, und Kabak hinterher in der 78. In der 78. dann die doppelte Überzahl, das stimmt. Aber man muss fairerweise sagen, die Tore
waren alle schon passiert. Da waren sie zu zehnt. Okay, also immerhin in Überzahl. Aber das letzte Tor von Götze, das war in der 64. Und wie gesagt, die gelb-rote für Kabak, die gab es dann in der 78. Und da ist dann eben sogar nichts mehr passiert. Ja. Ja. Also beide Spiele jetzt zuletzt, die unangenehm waren, gewonnen. Tja. Hm. Darf ich da was einstreuen? Ja, klar. Einige wissen das schon, aber ich sag's dir jetzt auch persönlich. Ich wurde ja beim, wir hatten ja mal letztens geschrieben vom Vorspiel gegen Bremen, ne? Ja. Bei YouTube. Und da habe ich ja gesagt, ich wollte beim Nachspiel dabei sein. Das hat zeitlich nicht geklappt, hat aber einen sehr, sehr interessanten Hintergrund. Denn seit Samstag bin ich verlobt. Oh, Glückwunsch. Oh. Da gab es dann eine gute Feier und so weiter. Und Sonntag war ich dann mit meiner Liebsten noch schön essen. Das hat zeitlich dann nicht gepasst. Deswegen, das wollte ich dir auch mal erzählen. Also kannst du ihr auf jeden Fall sagen, sie hätte sich bessere Zeitpunkte aussuchen können, ne? Nö, da ist Fußball doch egal. Also, ne, das ist kein Problem. Da gibt es Wichtigeres in dem Sinn. Nein, das war auch ein Spaß. Selbstverständlich. Ja, weiß ich doch. Aber ich wollte nochmal sagen, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wie du auch gestern gesagt hast, ne, du brauchst Zeit mit deiner Frau und so weiter. Alles klar. Ist wunderbar. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ich habe jetzt auch dieses Erlebnis sozusagen und ja, es gibt nichts Besseres, ne? Nee. Das ist richtig. Also vor allen Dingen, wenn man da diesen Menschen gefunden hat, wo es dann passt und wo das einfach harmoniert, dann ist es sehr schön. Wenn unsere Spieler so harmonieren würden, wie wir im Privatleben, Mensch, ja, dann wäre es doch klasse. Ja, dann würden alles gewinnen und wir haben CL-Sieger und sonst was. Genau, also Glückwunsch. Glückwunsch an der Stelle nochmal, echt. Danke, sehr schön. Erstmal gewinnen wir die CL, weil wer soll uns denn schlagen, bitte? Ist aber ganz klar. Ja, natürlich. Und dann Adlerauge. Darf ich euch nochmal kurz einen wilden Call reinwerfen? Sorry, dass ich voll dazwischen grätsch, voll unhöflich von mir. Nur wegen CL gewinnen und so, ne? Jetzt wirklich, das Finale ist in Wembley. Ja. Deutsche Neuauflage. Ja. Ja, das wünsche ich mir. Pass diesmal, auf. Diesmal werden die Roten dann weggeschossen. Ja, vor allen Dingen, weil Kloppo ja auch damals gesagt hat, wir kommen wieder. Und wenn wir dann wirklich wieder drinstehen, dann wird einen Tag vorher Edin entlassen und Klopp macht das. Nein, Spaß beiseite, ey. Und aber jetzt gehen wir alle zu irgendeinem Wettanbieter, setzen da auch nur 5 Euro drauf und danach brauchen wir nie wieder arbeiten. Und wenn du nur 5 Cent drauf setzt, ja, wahrscheinlich. Ja. So, dann muss ich noch sagen, Adlerauge, da du gesagt hast, es gibt was Wichtigeres als den BVB. Es war sehr nett mit dir, danke, dass du da warst. Jetzt ist dann aber auch mach's gut. Mach's gut. Oh Gott. Nein, also ich glaube auch, wenn die zweite Halbzeit gestern echt doof war, das hat so ein bisschen was freigesetzt. Ich glaube, Frankfurt ist immer ein gern genommener Gegner, wie du ja schon vorgelesen hast zu Hause. Und du musst ja jetzt auch einen Grundstein legen für die nächsten Wochen. Also wenn man sieht, was da kommt, Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, dann Bayern, da ist ja nichts mehr bei, wo man sagt, ja, die 3 Punkte könnten, also es gibt Schwereres, wo wir 3 Punkte einfahren können. Das ist dann so das Who is Who, was jetzt kommt. Ne? Und da musst du halt dann jetzt auch mal zeigen, dass man die Coronis hat und sagen, hier, auch wenn wir jetzt gerade nicht so den besten Fußball spielen, aber wir sind immer noch Borussia Dortmund und hier geht jetzt mal gar nichts, außer für uns. So, ja. Und ich glaube, dass sie das, auch wenn wir viel kritisieren, war auch zu Recht, glaube ich, dass das doch angekommen ist mittlerweile. Weil ich glaube, wenn es nicht angekommen wäre, dann hätte man gestern auch diese 30 Minuten nicht auf den Platz gekriegt. Glaubt ihr, dass das auch so ein bisschen was damit zu tun hat, mit der Nichtnominierung von Nagelsmann, zumindest bei dem einen oder anderen, dass die jetzt merken, ja scheiße, ich muss jetzt einfach im Verein auch wirklich Gas geben, weil sonst Heim-EM wird das nichts. Kann das sein? Ja. Ja. Ich hatte ja letztens auch etwas so geschrieben zu deinem Video. Naja, aber Entschuldigung, dass ich mal kurz dazwischen gehe. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil für mich sind das jetzt im Endeffekt keine wichtigen Spiele. Diese beiden gegen Frankreich und gegen Niederlande. Entscheidend ist, was Nagelsmann zur EM macht. Ja, natürlich. Den Kader, den er da. Und ich habe gestern zum Beispiel bei Sky, ne, da haben die so eine, geht eine halbe Stunde. Und da werden dann Fans befragt und so, wie sie das denn alles sehen mit dem Kader und den Spielern und so. Und da waren sehr, sehr viele Fans, die das 4-4-2-System haben wollten. Ne? Und zum Beispiel Spieler wie, also Füllkrug war dabei, dann hast du Müller vorne gehabt, du hast hinten drin Tah, Hummels und Gosens gehabt, in der Mitte
nur Bayern-Spieler. Ja, also im Endeffekt, die Fans fordern zwar einerseits, dass sich seit 2014 was verändert in der Nationalmannschaft, aber andererseits wollen sie alles so belassen, wie es ist. Ich finde das schon gut, was der Nagelsmann macht, dass er auch mal sagt, so, die jungen Spieler, denn irgendwann müssen wir ja auch mal in die Zukunft, wir können nicht sagen, ein Hummels oder ein Müller oder wer auch immer spielt mit 50 noch, nur weil auch wir viele Fans das so wollen. Ja, es muss irgendwann mal frischer Wind rein. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen auch mal so ein Nackenschlag gegen den einen oder anderen, auch wenn es jetzt die Dortmunder getroffen hat, zu sagen, ruht euch nicht auf dem aus, was ihr gerade macht. Aber da hat Nagelsmann ja, wohl auf der PK heute gesagt, ergänzend nur, ich habe es nämlich nicht mitbekommen, du vielleicht auch nicht, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, dass er den Kader nicht mehr groß verändern wird. Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen. Ich glaube schon, dass das sehr trifft, weil das, du triffst auf sehr große Egos. Und ich glaube, das nagt schon an einem Emre Can, an einem Julian Brandt, auch an einem Mats Hummels, der ja. Ich will den Ehrgeiz den ja gar nicht absprechen. Und wenn du dann siehst, dass du jetzt von dem Stuttgarter Quartett da überholt wurdest, was ja nicht abzusehen war, dass die so einen unfassbar guten Fußball spielen und so eine Leistungsexplosion haben, dann denkst du dir schon, okay, habe ich hier vielleicht einfach irgendwie jetzt ein halbes Jahr viel zu wenig gemacht, weil es ging ja oder es geht ja. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr, sehr an denen nagt. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen gerne zu Hause sitzt und sagt, ja, ich kann die Füße hochlegen und kann jetzt nicht irgendwie an was Großem mitwirken. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon sehr, 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 sehr doll angekommen ist. Ja, ja, also ich kann mir auch vorstellen, und deswegen, das habe ich ja auch in einem separaten Video gesagt, rund um diese Kadernominierung, was ich ja auch gestern gemacht habe, weil es ja schon geleakt worden ist. Eigentlich musst du dich als BVB sogar ein Stück weit insofern bedanken bei dem, weil das vielleicht auch nochmal wachrüttelt, weil du musst dich nun mal über den Vereinsfußball empfehlen für eine Nominierung. Und nur weil du beim BVB spielst, ist es ja kein Freifahrtschein. Das geht ja einfach nicht so. Und wenn andere das jetzt momentan konstanter machen, dann ist es so. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, bei einem Goretzka, der ja momentan in einer aufsteigenden Form auch bei Bayern ist, könnte vielleicht noch so eine Entscheidung fallen, ja, vielleicht, aber auch nicht, weil das ist ja schon krass, wenn du so einen Pavlovic nominierst, aber ihn eben nicht, das ist auch ein Fingerzeig. Ja, und das erwarte ich aber auch von einem Nationaltrainer, ne, dass der dann einfach sagt, ist mir egal, von welchem Block, von welcher Mannschaft, von was auch immer du kommst, entweder du bist gut und du bist in einer richtig guten Verfassung, oder du spielst bei mir keine Rolle. Und wenn ich dann irgendwie mitkriege, dass der BVB Mimimi macht, ja, also, und dass der Watzke dann sagt, ja, und jetzt überlegen wir eventuell dann doch nochmal Abstand zu nehmen, weil dann kann er ja nicht mit, und dann denke ich mir, also, ja, ja, genau, Schwachsinn. Was ich noch kurz sagen wollte, das mit Pavlovic, ich glaube, das hat einen ganz anderen Grund. Das ist nicht unbedingt, weil er jetzt in München einigermaßen gute Leistung bringt, sondern weil es ja die Diskussion gab, macht er Serbien oder macht er Deutschland. Ja, und ja. Man will den für Deutschland binden, ob der dann vielleicht nochmal spielt. Ja, ich glaube, der muss ein Spiel machen, um dann nicht mehr wechseln zu können. Also sich dann nochmal entscheiden zu können, ich mache doch Serbien. Ne? Also wenn er ein Spiel gemacht hat, ist er Deutscher. Muss spielen. Ne? Ja, er muss spielen und dann ist das Thema durch. Ja, 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 ja. So, ich glaube, das macht er auch fest. Hat man das gemacht. Ja, hast du recht. Also, ne, du willst dem ja jetzt quasi auch eine Perspektive geben, du willst den jetzt ein bisschen kitzeln, du willst den festspielen sozusagen. Und das, glaube ich, macht ja auch Sinn. Und er liefert ja trotzdem auch. Also es ist ja nicht nur eine Entscheidung rein für dieses Nationalitätending, sondern er spielt ja auch gut, ja, und hat er sich dann auch mal verdient. Und Testspiele zählen aber tatsächlich nicht. Es muss ein Pflichtspiel sein, wird auch gerade in meinem Chat geschrieben. Okay. Also. Es gibt ja keine Nominierung, die nicht nachvollziehbar ist, die er getätigt hat. Ja. Also auch mit Füllkrug, ja, man kann dafür oder dagegen sein, aber es geht ja um die deutschen Nationalstürmer. So, und wir können 1-0 jetzt nicht für Karabakh? Ach du heilige Mutter Gottes. Ja, sehe ich jedenfalls gerade. Entschuldigung. Du kannst ja auch nicht irgendwie jetzt aus 25 deutschen Top-Stürmern auswählen. Und ich finde, unter die Top 3 der deutschen Nationalstürmer gehört Füllkrug dann da auch rein. Ja, und er hat ja auch zuletzt verlässlich gescored und
gut gespielt im DFB. Es ist ja auch egal, wie er die Tore macht. Also wenn er die Tore macht, macht er sie. Und wie sie aussehen, ist ja... Also ein Ruud van Nistelrooy, der war auch nie bekannt dafür, dass der irgendwie Weltklasse-Tore geschossen hat, aber der hat halt Tore gemacht. Ja. So. Also das ist halt so, ne? Machen wir uns nichts vor. Also Mario Gomez war auch irgendwie Nationalspieler, keiner wusste warum. Mhm. Wenn man aber auf seine Statistiken guckt, war der Weltklasse. Ja, absolut. Kann ich etwas sagen dazu? Ja. Also ich hatte ja geschrieben auf das Video von dir und ich finde generell, das hat mit Dortmund nichts zu tun, aber ich fand das generell sehr gut. Da habe ich geschrieben gehabt, entscheidend ist die Leistung. Ja. Und wenn ich als Nationaltrainer für Testspiele, was auch immer, spielt keine Rolle, die besten Spieler hole, die Form haben, die einfach auch eine Ausstrahlung haben und so weiter, wo es passt, dann nehme ich doch die Leute. Wie oft wurde kritisiert unterm Flick der Bayern-Block? Ja? Ja, der Bayern-Block, der Dortmund-Block, ja? Der irgendwas. Egal was. Ja. Er hat jetzt gedacht, das ist mir egal. Er hat angekündigt nach den letzten Spielen, es gibt Veränderungen, hat er durchgezogen. Er holt die Spieler, die in Form sind, die einfach auch Leistung bringen. Und das, was Besseres kann es doch gar nicht geben. Nee, ich finde das auch so. Ja, man muss schon sagen, das Problem liegt natürlich jetzt bei Nagelsmann. Ne? Entweder geht das, was er jetzt macht, und verändert den Kader wirklich nicht groß, wie du sagtest, Toxi, wie die EM. Entweder geht's gut und wir werden vielleicht Europameister, dann jubeln alle. Geht das aber genauso wie in den letzten Jahren in die Hose, dann motzen alle wieder, wieso hast du einen Führig mitgenommen, wieso hast du einen, ja? Dann sagen alle wieder, ihr hättet einen Hummels, ihr hättet einen Schlotterbeck, ihr hättet einen Müller. Ja, und andersrum genau aber dasselbe. Ja. Also der Nagelsmann ist doch jetzt sowieso der Dulli, ja? Weil wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ja, du hättest ja Hummels, du hättest ja, jetzt nominiert der Müller und Hummels und Brandt und Schlotterbeck und das geht nicht, ja? Und dann, ja, aber warum hast du denn den Führig nicht und den Undorf nicht? Es ist genau dasselbe, nur andersrum. Aber Dirk, du hast prinzipiell recht, der Nagelsmann, der kann sich jetzt auf den Kopf stellen. Ja, das ist das ja egal. Weil der hat nichts zu verlieren. Das hört man auch, wie er heute. Ich habe die PK geschaut, ja, so gehört, wie auch immer. Und er hat klipp und klar gesagt, er hat eine Entscheidung, oder sein Team, die haben Entscheidungen getroffen aufgrund von gewissen Basissachen, ne, wie Leistung etc. Er hat keine Garantie ausgesprochen, dass das gut geht oder auch nicht gut ausgeht. Kann er ja auch nicht. Aber du hast gemerkt, er ist befreit, weil er weiß ganz genau, nach der EM, ich bin da weg. Ja? So wie er gesprochen hat, er hat gesagt, nach dem Motto, wurde ja auch dann gefragt von Patrick Berger, da ist was geil. Ja, stimmt. Da hat es die Doppelfrage und da hat er gesagt, ja, ich habe noch kein Angebot, aber ich werde mich vor der EM entscheiden, dass ich eine Vereinsmannschaft trainiere. Das heißt, egal was kommt, bei der EM, wie es ausgeht, er ist raus. Und ja, dann hat er definitiv das Problem und das hast du ihm angemerkt. Der ist völlig befreit, der sagt, ich riskiere, ich mach mal, was soll's. Es kann gut gehen, kann schief gehen, aber egal. Und er ist, glaube ich, auch ein Trainer, der einfach Entscheidungen trifft, Punkt. Ja, also das, ja, was du sagst. Weil klare Fakten, ja. Genau, und das mag ich. Ich wollte gerade sagen, er hat es doch im Endeffekt genau das gemacht, was alle immer wollten. Er hat doch ganz klare Sachen geschaffen. Er hat ganz klar gesagt, Kimmich wird hinten rechts spielen bei der EM, da gibt es gar keine Diskussion. Bumm, du weißt, was passiert. So, er sagt ganz klar, er nominiert nach Leistungsprinzip. Er sagt natürlich keinen Namen, aber er sagt den Spielern indirekt, ihr wart einfach nicht gut genug. Ja, so, das ist doch das, was man wollte, nach dem Leistungsprinzip. Das hat man irgendwie die letzten beiden EM oder WMs nicht so richtig gesehen. So, und jetzt macht man das und im Endeffekt machen wir uns nichts vor, er wird sowieso wieder 80 Millionen Bundestrainer gegen sich haben, weil alles hätten besser gemacht. Aber er macht doch genau das, was alle immer gefordert haben. Er sagt ganz klar, was Phase ist, er macht ganz klar das, was er sagt und er schafft ganz klare Fakten schon vor der EM. Und sowas brauchen wir bei uns. Ja, absolut. Deswegen glaube ich auch, habe ich ja schon mal gecallt, ich glaube auch. Also wenn der jemanden braucht, ich hole den ab. Der kommt auch zu uns. Das ist so mein. Ich glaube wirklich, dass der Nagelsmann der Trainer wird zur neuen Saison bei uns. Also es wäre super. Also muss ich wirklich so sagen, bei Svenny weiß ich auch, renne ich da auf eine Tür ein. Grüße gehen raus. Was? Wie? Wo? Wer? Was? Ich? Habe ich da meinen Namen gehört? Hä? Ja.
Ja. Ich hab's jetzt nicht genannt. Ja. Ja, von daher, ach guck mal, und jetzt ist Karabakh in Unterzahl und Leverkusen in Überzahl. Ah, rote Karte für Karabakh, okay. Das heißt, da könnte ja nochmal was gehen. Und Mutkarl schreibt, Hauptsache Aki geht. Ja, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und dann bitte der Neue, wer auch immer das ist, Mr. X oder Mrs. X. Gut, ich will ja hier keinen ausschließen. Ja, das wird nochmal spannend. Ja, das wird nochmal spannend, weil jetzt hörst du ja auch, wie gesagt, da von Kehl und Miss Lindhardt zusammen und bla und blub und Krösche und ganz viele verschiedene Calls. Und dann hörst du irgendwas von Bobic, da wird mir ja ganz anders. Und dann hast du irgendwie was gehört von Khedira, auch wild. Also jetzt haben sie bald auch alle Namen durch. Ja, und viele Plätze im Büro, wer da alles kommen soll. Ja, wir stocken auch. Was er selber noch nicht macht. Außerdem, der BVB baut doch aus. Weißt ja, stimmt, du? Das habe ich auch gehört. In siehst du? Genau. Wir investieren in die Infrastruktur. Wir wissen jetzt schon, dass wir demnächst ein 12-köpfiges Trainerteam haben, deswegen passt es. Nein, das werden wir dann sehen. Und vor allem ist es jetzt so, apropos Länderspiele und so und EM und Nominierungen, ist jetzt ja Frankfurt auch das letzte Spiel vor der Länderspielpause und danach geht es dann nach München. Ja. Aber ja, da werden wir uns dann entsprechend erst drum kümmern, wenn es dann auch wirklich ans Eingemachte geht. Was ich noch zum Abschluss möchte vor Frankfurt, liebe Leute, beim letzten Mal haben wir es nämlich, glaube ich, vergessen und das geht nicht. Und ich fange da mal beim Adlerauge an, weil er bei mir auch mit A oben steht. Zufall. Hau mal, reiner Zufall, deinen Ergebnistipp für Sonntag raus gegen Frankfurt. Habe ich ja gesagt, 4-0. Ach ja, stimmt, du hast 4-0 schon gesagt, stimmt. Dann gehe ich mal zum Dirk weiter. Was sagst du denn, was machen wir? Ich sag ein weniger 3-0. Ah, ist aber auch nicht weniger souverän, ne? Das nehmen wir doch. Donald, was nimmst du? Das gleiche wie Dirk, 3-0. Ah, schön. Marcel? 4-2. Oh, du musst jetzt hier die Runde sprengen und Gegentore reinnehmen. Nein, das ist nur, um Frankfurt nicht zu brechen. Ah, okay. Niklas, was sagst du denn, was wir machen? Wobei, Niklas ist mir auch immer so, ja, ich komme jetzt hier und sag irgendwie, ich bin gespannt. Also ich finde es ja erstmal toll, erstmal redet ihr die ganze Zeit doppelt so schlecht und jetzt hier die Hammer-Ergebnisse. Mir ist es scheißegal, ich erwarte ein schlechtes Spiel wie immer und ich hoffe 3 Punkte. So kennt man dich. Was soll ich anders sagen? Also, was soll der andere sagen? Du bist ja fast so fröhlich wie Aki auf der Tribüne. ich erwarte wirklich nichts. Ja. Wo ist der Defi? Der Defi kommt noch. Prim, was sagst du denn? Also du warst 5-0. Eben auch... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du warst eben auch sehr optimistisch. Ja, 5-0, alles klar, nehmen wir. Svenny, flext der Schlotti seinen Bizeps oder nicht? Ja, er macht vielleicht ein Tor, aber am Ende geht das 2-2 aus. Jetzt kommen die ganz wilden Calls. Ja, okay. Torte, was sagst du? Im Übrigen, wo ich deinen Namen sehe, jetzt kriege ich Hunger. 3-0 Sieg. 3-0, ja, guck mal, da ist jetzt. Zweimal Malen und einmal Marzen. Oh, die Dutch Connection. Die holländische Connection macht das. Ja, okay, nehmen wir so. Ja, nehmen wir so. Undertaker. Ich hätte du Schande. Zwei Sachen, die mir noch so aufgefallen sind, wo wir hier am Quatschen waren. Und zwar erstmal irgendwie, ich kann mich auch an das Spiel erinnern. Ich meine, das wäre das Montagsspiel. Ja, was? Nee, genau. Lass mich doch reden. 2-0 Karabakh Akdam. Ach du Scheiße. Ja, Entschuldigung, ja. Undertaker. Okay, mach weiter. Ich meine, das wäre das Auftaktspiel der Saison gewesen, wo Rose Trainer war. Wo du die erste Halbzeit Frankfurt uns an die Wand gespielt hat und wir dann durch unter anderem einen Sonntagsschuss von Dahoud das Spiel noch auf 3-2 gedreht gekriegt haben. Von daher würde ich, ja, ich würde Frankfurt auch nicht unbedingt so scheiße einschätzen. Nee, das nicht. Ich meine, ich bin ja eigentlich auch mehr der Negative, ne, in letzter Zeit gewesen. Aber ich will jetzt eigentlich mal, dass sie den Schwung von gestern irgendwie mindestens mal aus den ersten 30 Minuten mitnehmen. Und ich will auch positiv denken. Ich sag mal 2 oder 3-0 für uns. So nämlich. Das Spiel von Rose war übrigens das 5-1 gegen Frankfurt, als das erste Mal wieder richtig
25.000 Leute im Stadion waren. Das weiß ich nämlich auch nur, weil Haaland 5 Scorerpunkte gemacht hat und ich danach wie ein Verrückter in die Fanwelt gerannt bin und mir ein Haaland-Trikot gekauft habe. Ah, ja, guck mal, also ist trübt dich deine Erinnerung nicht so ganz, sondern im Gegenteil, das war sogar noch deutlicher, die Nummer. Ja, ist doch geil. Mhm. Also Spartaner Black 82, BVB und Frankfurt spielen beide Kacke 3-3. Ja, okay. Ist natürlich auch eine Ansage. Wobei, ganz ehrlich, wenn beide Kacke spielen und 3-3, dann sehen wir wenigstens 6 Kacktore. Ist doch klasse. Ja. Achso, und einen anderen Punkt, auf den ich hinaus wollte. Von wegen auch, wir haben keinen Führungsspieler. Ich denke schon, also jedenfalls gestern Abend habe ich Sabitzer als Führungsspieler gesehen. Das stimmt. Der aber gesperrt ist. Ja, das ist die Sache. Das ist das Dumme dabei. Aber wie er zum Beispiel gestern Abend Süle rangezogen hat, so von wegen, ey, ich brauche deine Unterstützung. Wow. Da habe ich gedacht, ja, einer, der mal irgendwo Ansagen macht. Ja, schön, dass das mal anfängt. Also das war auf jeden Fall ein bockstarkes Spiel von ihm. Also gut, hat dann hinterher auch ein bisschen nachgelassen, wie der ganze Rest auch. Aber so, ja, gerade im Anfang wirklich diese Geschichte mit Özcan und mit Sabitzer, das war schon ordentlich. Und Leverkusen verliert gegen einen weniger hinterher, das ist ja Wahnsinn. Weil, ne, das sagt Rob Chang gerade auch nochmal richtig im Chat, das wäre extrem bitter, weil dann sowohl Leverkusen als auch Freiburg keine Punkte mehr für Deutschland sammeln könnten für Platz 5, der dann zur Champions League berechtigt. Also ich sehe da Fälle davon schwimmen. Dann müssen wir halt die Champions League gewinnen, sagt Volker Racho. Ja, eben, dann wären wir dann wieder schließlich der Kreis bei Wembley und FCB, BVB und dann machen wir das unter uns. Ja, ist ja kein Problem. Und wieder hängt alles am BVB, dann gewinnen wir halt nochmal die Champions League. Ja, ist ja kein Problem, wir machen das. Ja, wir machen das. Ich sehe das aber, auch so. Ja, aber dann bitte so die Champions League gewinnen gegen Bayern, ey, und dann... Ricken einwechseln. Süle macht 2013 wiederholen. Ja, Süle macht und Sabitzer macht. So. Nein, pass mal auf. Süle mit dem entscheidenden Pass auf Sabitzer und der drückt den rein. Ja, schön. Was wäre das für eine Nummer? Gegen die Bayern. Das wäre wild. Was wäre das für eine Nummer? 2013 Revanche. Ja, das wäre eine 2013 Revanche und dann noch die Ex-Bayern. Das wäre schon ordentlich. Und dann Tuchel auch noch einen reinwürgen. Wer hat das? Ja. Kannst du dir ja nicht besser ausdenken. Also, lieber Edin, lieber BVB, ihr habt es jetzt mitbekommen, was wir erwarten und darunter geht nichts. Und ihr merkt auf jeden Fall, lasst uns so positiv sein wie noch nie. Das sind wir nämlich gerade. Wir schreiben und reden den BVB gerade zum Champions League-Sieger 2024. Ich glaube, viel mehr können wir hier gar nicht machen, als quasi Edin in Zement zu meißeln, als Champions League-Sieger-Trainer. So nämlich. Ja. Dazu sind die drei Fragen noch wichtig. Edin, was brauchst du? Was möchtest du und was können wir dafür erwarten? Ja. So. Und wenn wir das dann noch eruiert und geklärt haben, dann kann nichts mehr schiefgehen. Ja. So. Ich wollte aber noch mal kurz reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob euch das an das Spiel erinnert, als Batshuayi zu uns kam. Da haben wir doch auch gegen Frankfurt gespielt und der haut da ganz knallhart. Oh, Leverkusen. 2-1-2. Ah, okay, also Anschluss, okay. 3-2, glaube ich, oder so war das. Und wir haben Batshuayi, der noch den Siegtreffer da gezielt hat. Das war auch mega krass, das Spiel. 2-1, Leverkusen, Anschlusstreffer. Ja, also da geht noch was. Leverkusen lebt noch. Also okay, hier, deutsche Punkte für die Champions League. Wir brauchen noch Platz 5 hier. Wir brauchen noch Platz 5. Ah, schauen wir mal, was die... War das nicht München? War das nicht im Hinspiel auch so, dass Karabakh 2-0 geführt hat? Ja, genau. Ja. 2-0 also geführt und dann 2-2, ne? Ja. Mhm. Ja. Also der Martin, der ist weg und er wünscht noch einen schönen Abend. Ich bin dann jetzt auch weg und fahre nach Hause und gehe ins Bett gleich. Wünsche auch einen schönen Abend. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Freunde. Danke für die tolle Runde heute. Und schlaf gleich gut, startet morgen gut in den neuen Tag. Und wir sehen und hören uns. Und falls jemand morgen zufällig im Müngersdorfer Stadion ist und sich auch Köln gegen Leipzig anguckt und wir sehen uns, trinkt man Kölsch zusammen. So, in dem Sinne... Eine Unterbrechung. Ich will auch mal Danke sagen, und zwar, dass es dich und den Kanal überhaupt gibt, dass du das alles möglich machst. Ja, ey, gerne. Also mir macht das so viel Spaß hier mit euch, das ist einfach wirklich eine Herzensangelegenheit. Sehr gerne, sehr gerne. Liebe Leute... Kuss auf die Nuss. Achso, Sonntag nochmal als Info, sorry, bevor ihr jetzt alle hier ausschalten. Sonntag dann leider kein Stream, nochmal erneut nicht, ich bin nochmal da. Liegt aber auch daran, dass ich bei und mit The Zone ein bisschen was geplant habe. Schauen wir mal, ne? Ja. Okay. Deswegen,
wisst ihr da Bescheid, bin ich im Tempel und ja, da werde ich aber mal gucken, je nachdem, ob es da ein bisschen Material und Content gibt für den YouTube-Kanal. So, und jetzt hast du mal wirklich durch. Also, lieben Dank, lieber Discord, und bis die Tage. Wir sehen und hören uns. Mach's gut. Ciao, schönen Abend. Ciao. Jawohl, schönen Abend, das ist es. Das ist es. Schönen Abend. Den wünschen wir euch aus dem Discord. Den wünsche ich euch hier aus dem Studio. Einen schönen Abend. Nein, einen Werbevertrag bekomme ich nicht. Hundertprozentig nicht. Nein, wir können euch überraschen lassen. Ich glaube, das wird ganz cool. Das wird ganz witzig, was wir da vorhaben. Und wenn es dann soweit ist, dann werde ich euch natürlich informieren. So, aber ich bin einfach im Stadion am Sonntag. Das war quasi die Quintessenz dessen. Also, lieben Dank an meine Mods, die mal wieder einen super Job gemacht haben. Lieben Dank an alle, die mit im Chat waren. Lieben Dank für die ganzen Superchat-Nachrichten. Lieben Dank für verschenkte Kanalmitgliedschaften, für normal gewordene Kanalmitglieder, für Abos auf Twitch und so weiter und so fort. Das hat Spaß gemacht. Grüße gehen raus, Kuss auf die Nuss und wir sehen und hören uns in den Stadien, in den Streams und so weiter und so fort. Macht es gut, hat mir Spaß gemacht. Ich bin raus, nur der BVB. Und bis die Tage. Tschö. Schwarz-gelbes Herz, seitdem ich denken kann. War sofort fasziniert von Stadion und Fangesang. Die Südtribüne hatte mich in ihren Bann gezogen. Und voller Stolz hab ich mein erstes Trikot angezogen. Heute trage ich meine Liebe auf der Haut. Voller Stolz, damit sie jeder sieht und jeder schaut. Voller Stolz zeig ich jedem, was meine echte Liebe ist. Und um es dir zu zeigen, Borussia, sing ich das Lied für dich. BVB, Borussia 09. BVB, Borussia 09.